Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum nunmehr schon 13. Livestream. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Es fühlt sich immer noch so an, als wäre ich ein blutiger Anfänger. Okay, ich bin immer noch ein blutiger Anfänger, was das Stream angeht. Aber jetzt schon mittlerweile Livestream Nummer 13. Das geht doch alles ganz schön schnell. Die Zeit vergeht am schnellsten, wenn man Spaß hat, nicht wahr? Wie war euer Wochenende denn so bislang? Und natürlich auch einen wunderschönen guten Abend an den Fake Fox, der schon im Chat aktiv ist. Wie ihr im Hintergrund vielleicht schon hören könnt, ich habe schon mal das Spiel gestartet. Natürlich geht es heute mit der Pokémon Sacred Gold Nuzlocke Challenge weiter und ich habe es in Titel geschrieben, heute heißt es so ein bisschen Wunden lecken. Ich wechsle schon mal zum Spielescreen, denn im letzten Stream, im letzten Kampf, um genau zu sein, hat es ein paar Opfer gegeben. Das hat uns, glaube ich, alle relativ hart getroffen. Und dementsprechend musste ich natürlich offscreen ein bisschen das Team anpassen und trainieren. Ihr seht es schon am Rahmen. Wir dürfen aktuell 2 komplett neue Teammitglieder im Team begrüßen. Aber bevor ich diese vorstelle, nehmen wir uns noch mal ganz kurz die Zeit, der Pokémon zu gedenken, die es im letzten Stream erwischt hat. Im letzten Kampf gegen den Team Rocket Boss sind gleich 4 unserer wichtigen Teammitglieder gestorben. Um genau zu sein, hat es als erstes Mrs. Lux, unser Garados, erwischt. Bereits das zweite Garados, das uns in dieser Nuzlocke verstorben ist. Was auch ganz besonders bitter war, unser Starter-Pokémon, Zimstern, unser Igelava auf Level 35, ein Level vor der letzten Entwicklung, ist es auch leider von uns gegangen. Ein bisschen heroisch, hat den Smogmog vom Gegner noch so viel Schaden zugefügt, dass wir es finishen konnten. Ohne ihre Hilfe wäre das ganz schön schwierig gewesen, diesen Kampf noch überhaupt zu gewinnen. Man muss ja wirklich sagen, am Ende haben wir noch Glück gehabt, dass wir nicht komplett verloren haben. Zudem hat es noch unser Robin, unser X-Bart, erwischt. Und zu guter Letzt, auch ein bisschen heroisch, als Heldin gestorben ist unsere Esprit, unser Krippuk. Ich glaube, es war sogar am Ende entscheidend gegen Skuntank, dass wir da noch den Schattenstoß rausbekommen haben. Ich weiß nicht, ob ohne den Schattenstoß die letzte Attacke von Scaraborn von Herkules ausgereicht hätte. Also diese 4 Pokémon, die wir verloren haben, heißt es zu ersetzen. Und das habe ich jetzt wie folgt getan. Wir schauen mal auf unser Team. Das daraus besteht aus den beiden letzten verbliebenen Pokémon der letzten Schlacht. Die haben dieses Massaker überlebt, nämlich Herkules und Nightfall. Und bei Herkules gibt es sogar eine kleine, aber feine Änderung. Ihr seht, ich habe alle Pokémon übrigens auf Level 37 trainiert. Und ich glaube, auf Level 36 müsste es gewesen sein, hat unser Scaraborn Close Combat, den Nahkampf, erlebt. Eine 120er Step. Attacke. Sehr, sehr mächtig. Die wird uns auf jeden Fall noch kräftig weiterhelfen. Bei Nachtara hat sich wiederum nichts großartig verändert. Aber ich habe offscreen mit den Gedanken gespielt. Wir haben ja mittlerweile die TM Toxin gefunden, wenn ich mich gerade nicht komplett täusche. Und die TM Schutzschild können wir ja sowieso kaufen. Ob wir nicht eventuell Toxin Schutzschild ihr schon beibringen? Wobei aktuell komme, glaube ich, auch noch so ganz gut durch. Ansonsten haben wir 2 alte Bekannte zurück im Team. Zum einen mit Dabel unser Bronzong, ebenfalls auf Level 37, hat keine neuen Attacken gelernt.
Genauso wenig wie unsere Thundercat, die uns im letzten Kampf vielleicht sogar noch hätte helfen können mit ihrem Bedroher. Leider war sie nicht im Team, wer weiß, wie es dann gelaufen wäre. Aber hätte, hätte Fahrradkette. Das, was passiert ist, ist passiert und wir können es nicht mehr rückgängig machen. Funkensprung, Nachthieb, das Lichtschild und Ladevorgang aktuell als Attacken bin ich noch nicht so hundertprozentig mit zufrieden. Und dann haben wir eben zwei komplett neue Neuzugänge, die wir noch so nicht im Team gesehen haben. Zum einen unser Greifsvogel, unser Aerodactyl mit einer Adamant Nature, nahezu das perfekte Wesen. Und auf dem aktuellen Level mit schon sehr schönen Attacken. Mit Fliegen, mit Knirscher, mit Eiszahn und Donnerzahn. Die Attacken habe ich ihm beim Attackenlehrer beigebracht, den wir hier in Kyanwood City, wo wir uns gerade noch befinden, finden. Befinden, finden. Das war ein guter deutscher Satz. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich es euch beim letzten Mal gezeigt habe, und zwar finden wir hier oben diesen Attackenlehrer, der einen gegen Herzschuppen im Austausch, die musste ich offscreen wirklich lange, lange farmen. Ich glaube, ich habe 1,5 Stunden trainiert und die andere Stunde, die ich noch offscreen verbracht habe, habe ich damit verbracht, wirklich Herzschuppen hier am Strand zu farmen. Ich glaube, ich habe sogar keine einzige mehr übrig, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Ja. Wenn wir mal wieder eine Herzschuppe benötigen, darf ich erstmal wieder lange, lange suchen gehen. Ansonsten, itemtechnisch habe ich, glaube ich, nichts großartig gemacht, außer ein paar Heil-Items verschwendet. Da müssten wir vielleicht demnächst mal wieder ein bisschen was einkaufen. Wobei, doch, ich habe einmal bei Kurt ein paar Mondbälle abgeholt und ein paar andere Aprikoko zur Bearbeitung hingegeben. Aber ansonsten, Toxin haben wir übrigens schon. Und Schutzschild, Protect, ja, haben wir auch. Könnten wir theoretisch nach Tara beides beibringen? Überlege ich mir eventuell noch. Ein paar Beeren habe ich, glaube ich, auch mal abgeholt. Beim lieben UPS-Mann, der ab und zu ja im Supermarkt steht. Und apropos netter UPS-Mann. Unsere Mutti hat mal ausnahmsweise etwas Sinnvolles von unserem Geld gekauft. Nämlich nach dem Choice Band haben wir nun auch ein Choice Scarf, einen Wahlschal, den wir im späteren Verlauf auch noch sehr gut gebrauchen können. Achso, und das letzte Teammitglied habe ich auch noch gar nicht vorgestellt, nämlich unser Firefox. Nicht Internet Explorer, nicht Google Chrome, es ist Firefox, unser Vulnona mit einer Calm Nature. Ein gutes Wesen, behaupte ich mal, eine sehr gute Spezialverteidigung. Was mich allerdings ein bisschen abschreckt, ist doch der relativ geringe Spezialangriff, vergleichsweise zumindest. Denn der Spezialangriff ist doch gar nicht so viel schlechter eigentlich als die Spezialverteidigung. Aber irgendwie hatten wir da vielleicht ein bisschen Pech mit den EV-Punkten, die ich gesammelt habe. Auf jeden Fall, der Special Attack hätte durchaus noch ein bisschen höher sein können. Aber sei es drum. Hat auf jeden Fall schon den sehr mächtigen Flammenwurf. Nächste Plot, ebenfalls beim Attackenlehrer, wo wir gerade eben waren, beigebracht. Hypnose und Morning Sun kann es hier in diesem Hack auch erlernen. Eine Heilattacke. Das wäre jetzt nahezu perfekt gewesen, wenn das Vulnona Dürre als Fähigkeit gehabt hätte. Dann wäre Morning Sun natürlich auch stärker gewesen. Aber gut, man kann nicht alles haben. Und ich glaube, das war es dann auch schon von dem, was ich offscreen so getrieben habe. Und jetzt setzen wir unsere Reise natürlich fort. Über das Cliff Age Gate, wo wir ja noch später ein Pokémon fangen dürfen, müssen wir uns merken. Übrigens genauso wie auf dieser Route hier, auf der Route 47, haben wir uns dazu entschieden, noch kein Pokémon zu fangen. Könnten wir theoretisch entweder per Surfer oder per Angeln. Aber wir sehen da schon links den Wasserfall. Sobald wir Kaskade haben, haben wir später die Möglichkeit, noch zu einem Grasfeld zu bekommen. Und die würde ich, glaube ich, gerne nutzen, um dort ein eventuell selteneres Pokémon zu fangen. Wir werden sehen. Übrigens, das hier war die Stelle. Genau hier war es. Hier standen wir, als wir unsere 4 Teammitglieder verloren haben. Deswegen nochmal ein ganz kurzer Gedenkmoment für die Gefallenen
Aber mit unseren Neuzugängen, vor allem mit Aerodactyl, bin ich guter Dinge, dass wir da guten Ersatz im Team haben. Greifvogel is flying through the sky with grace. Allerdings, Team Rocket ist immer noch nicht ganz besiegt. Wir sehen schon, der nächste Doppelkampf erwartet uns. Und schon wieder mit einem Charakter aus der Pokémon Platin Edition. Ich glaube, Raisa oder Raisa hieß sie doch im Deutschen, oder? Die mit ihrem Hytera kämpft. Und die Frage ist, mit welchem Pokémon wollen wir kämpfen? Wollen wir gleich Aerodactyl der Feuertaufe unterziehen? Okay, jetzt haben wir sowieso keine Chance mehr, denn wir werden von Cheryl, so heißt sie im Englischen, wie ich finde, ein sehr schöner und passenderer Name als im Deutschen. Ah, you must be Kira. I was told of your arrival, but I'm surprised to see you so soon. Naja, so schnell ging das nicht. Eine Woche ist vergangen. Es wäre vielleicht ein bisschen schneller gegangen, hätten wir unsere neuen Teammitglieder nicht hochziehen müssen. May we defeat these goons? Ich hoffe doch, dass wir sie besiegen, denn die Safari-Zone, ich wollte es gerade eben sagen, ist nicht mehr so weit entfernt. Und auch da haben wir selbstverständlich die Möglichkeit, ein paar neue Freunde zu fangen. Aber jetzt müssen wir erstmal durch schwierige Doppelkämpfe irgendwie hindurchkommen. Ich hasse Doppelkämpfe in Nuzlocks. Aber wir haben ja auch ein Teammitglied an unserer Seite und nicht wie erwartet das Hytera, sondern das Driftbeam, ein Driftzeppeli. Und wir kämpfen gegen Snoover, Schneebedeck und Hunduster. Potenziell mit Eisattacken könnte es uns sehr effektiv treffen, das Schneebedeck. Und durch die Fähigkeit hat es angefangen zu hageln. Das ist so semi-optimal. Denn wenn wir jetzt Fliegen einsetzen, fressen wir ja trotzdem dem Hagelschaden. Und bekommen jetzt erstmal die Eisschards ab. Dürfte aber nicht so viel machen, ja. Trotzdem nicht ungefährlich. Eisschad, eine Eis-Prio-Attacke, deswegen hat Schneebedeck zuerst angegriffen. Hey, unsere Zeppeli hatte anscheinend die gleiche Idee wie wir. Wir fliegen einfach mal in die Lüfte. Aber auch da bekommen wir leider den Hagel ab. Und auch unser Mitstreiter selbstverständlich. Aber auch das Hunduster bekommt ein bisschen Schaden. Der Gegner war jetzt so doof, obwohl wir beide Fliegen eingesetzt haben, auf die Prio-Attacke zu gehen. Aber am Ende des Tages sowieso egal. Der Crit war unnötig. Denn die Attacke hätte auf jeden Fall so oder so ausgereicht. Entweder von uns oder auch wenn unsere Fliegenattacke daneben gegangen wäre, hätte Driftzeppeli das zumindest zur Strecke gebracht. Stattdessen wird Hunduster auch gleich mit kampfunfähig gemacht. Der Start war doch auf jeden Fall schon mal in Ordnung. Aber natürlich, der Hagel hört nicht auf zu fallen und wir bekommen weiterhin ein bisschen Chip-Damage. Zweite Runde. Vibrava kommt rein. Das doch schon von Typ Drache ist, oder? Typ Drache Boden mit der Fähigkeit Schwebe und Snobelikat. Level 35. Das potenziell Juwelenkraft kann. Was unseren Greifvogel sehr effektiv treffen würde. Da würde ich auf jeden Fall sagen, wir werden auswechseln. Ist nur die Frage, zu wem. Wir können zu Herkules. Snobelikat wahrscheinlich relativ schnell kampfunfähig machen. Das Ding ist, Vibrava könnte potenziell Flugattacken. Und ich glaube auch Snobelikat kann theoretisch Aeroass lernen. Da würde ich lieber auf etwas Tankigeres wechseln. Zum Beispiel Dabel sollte bei dem Matchup relativ sicher sein. Deswegen wechseln wir mal. Snobelikat hätte auch theoretisch Verfolgung können. Und da kommt Power Gem. Das ist die Juwelenkraft. Und die hätte Aerodactyl relativ wehgetan, glaube ich. Driftzeppeli fliegt erstmal wieder eine Runde. Fly to the sky. Von Vibrava kommt der Dragon Breath. Aber beides wird von Dabel resistiert. Selbst wenn Vibrava einen schlechten Atem hat, das macht uns gar nichts aus. So, natürlich wieder der Hail.
der ein bisschen nervig ist, weil die Animation ein bisschen länger dauert. So, die Frage ist, wen greift Red Zeppeli an? Wir wissen es natürlich nicht. Ich würde eigentlich lieber erstmal Snoopy Cat beiseite räumen. Sehe ich als die größere Gefahr an. Wir könnten natürlich mal versuchen, es einzuschläfern. Faint Attack geht daneben. Hä? Achso, hat er versucht, Faint Attack auf Triff Zeppeli zu machen. Na, das war jetzt nicht besonders clever. Denn das war ja hoch, hoch in der Luft. Stattdessen bekommen wir die Faint Attack von die Brava ab, was natürlich sehr effektiv ist. Aber unsere Hypnose trifft. Damit haben wir Snubidicat schon mal aus dem Spiel, zumindest für eine kurze Runde. Wird der Hagelsturm reichen? Ne, wird niemals reichen, um die Brava jetzt zu killen. Ich habe übrigens der Belle die Flinkklaue zum Tragen gegeben, die ja vorher unser Kripphook hatte. Das können wir noch vielleicht auch nochmal ganz kurz durchgehen, was die Items angeht. Firefox wiederum hat die Holzkohle von Eagle Lava übernommen. Greifsvogel hat den King's Rock von Garados übernommen. Also die Items wurden hier fast alle 1 zu 1 weitergegeben. Nachtara und Scaraborn tragen noch natürlich noch ihre Ursprungs-Items. So, dann gehen wir mal auf die Baba. Sondersensor sollte ausreichen. Und Drift Zeppeli tut das, was es am liebsten tut. In die Lüfte hinab. Hinaufsteigen. Faint Attack, Volltreffer wäre schon knapp geworden, wenn ich ehrlich bin. War unnötig riskant. Aber ich denke, jetzt haben wir auch den Moment, um vielleicht wieder auszuwechseln. Mal gucken, wer jetzt reinkommt. Natürlich wieder Hagelt ist weiter. Und diese Wettereffekte in der vierten Generation. In Platin ist es noch ein bisschen schlimmer. Aber allgemein, die vierte Generation ist da relativ nervig. Ibitak kommt als letztes Pokémon auf dieser Seite. Und das Ding könnte theoretisch Verfolgung. Das Ding ist, wenn Ibitak Verfolgung kann, dann tötet es uns so oder so. Wenn wir drin bleiben und wir angegriffen werden, sind wir tot. Und wenn wir auswechseln, sowieso. Wir können natürlich hoffen, dass die Flinkklaue triggert, aber wir werden Ibitak niemals mit einem Schlag down bekommen. Wir könnten maximal Hypnose probieren in Kombination mit der Flinkklaue, aber nee. Ich glaube, das muss ich jetzt tatsächlich riskieren. Hoffen, dass Ibitak nicht Verfolgung kann. Und wenn doch, dass es nicht Verfolgung auf uns einsetzt. Das könnte aber durchaus passieren. Wir müssen zu Thundercat wechseln. Es kommt keine Verfolgung. Gott sei Dank. Und so bekommen wir nämlich auch noch den Bedroher raus. Um Ibitaks Angriff ein bisschen zu senken. Gegenstoß. Aber geht daneben. Die wollen immer ihre sehr effektiven Attacken auf Driftbeam raushauen, aber der ist halt nicht da. Und wo kein Ziel ist, kann nichts getroffen werden. Oh, und sehr schön. Good work, Drift Zeppeli. Der quittet das Ibitak einfach mal weg. Ist nicht ungefährlich, dieser Doppelkampf, aber wir kommen bis dato ganz ordentlich durch, behaupte ich mal. Das Einzige, was weiterhin nervt, ist dieser blöde Hagel. So, wir gehen auf den Funkensprung. Sollten gut Schaden machen, die Hälfte. Das war deutlich mehr als die Hälfte. Reicht sogar für einen One-Hit. So, Drift Zeppeli, wenn du schlau bist, gehst du wieder auf Fliegen. Das würde ich sogar sehr begrüßen. Sehr clever. Also unsere Partnerin stellt sich bis dato sehr, sehr gut an, muss ich sagen. Aber ein Pokémon müssen wir noch besiegen, und zwar Gligar, ein Skorkler. Zwar keine kein vollentwickeltes Pokémon, aber Bodenattacken möchte ich trotzdem nicht unbedingt fressen mit unserer Thundercat. Wir werden mal sicherheitshalber auswechseln. Wir haben bloß gerade nichts wirklich Effektives, ne? Könnten natürlich zur Aerodactyl, um die Bodenattacke abzufangen. Ich glaube, so machen wir das.
Ich glaube nicht, dass Skorpla irgendetwas kann, um Aerodactyl jetzt ernsthaft zu gefährden. Okay, trifft Zeppeli sogar schneller als das Skorpla, aber das überlebt das. Finte. Irgendwie haben alle Pokémon von diesem Doppelkampf sehr effektive Unlichtattacken, die sie auf das arme Drifblim draufhauen wollen. Aber der Zeppelin, er schwebt noch immer. Er hält sich wacker. So, jetzt können wir mit einem vierfach effektiven Eiszahn Skorpla definitiv besiegen. Und damit haben wir einen weiteren Doppelkampf hinter uns. Ich hoffe, dass da jetzt nicht mehr allzu viele kommen. Ich finde cool, dass der Hackersteller einfach nochmal Team Rocket ein weiteres Mal hier in die Geschichte mit eingebaut hat. Bietet sich ja auch irgendwie an. Pokémon Safari, die Safari-Zone, gibt es viele Pokémon, dass da irgendwie versucht Team Rocket ihre Hände mit ins Spiel zu nehmen. Ist durchaus auf jeden Fall denkbar und realistisch. Aber ich hoffe trotzdem, dass da jetzt nicht mehr allzu viele von den Rocket-Typen kommen. So, sie heilt auf jeden Fall unser Team. Genauso wie in der Platin-Edition. Da begleitet sie einen ja durch den ewigen Wald als Partnerin und heilt auch nach jedem Kampf die Pokémon. War damals eine sehr gute Trainingsstelle in dem Moment zum Zeitpunkt dieses Spiels. So. Komm, wir lassen mal Aerodactyl einfach vorne. Eine Sache wollte ich noch gucken. Und zwar, ob Aerodactyl Kehrtwende, U-Turn lernen kann. Einfach nur, um es zu wissen. Nee, kann er nicht. Schade. Das wäre nämlich eine ziemlich coole Attacke auf einem sehr schnellen Pokémon wie Aerodactyl. Aber okay. Kann es also leider nicht lernen. Was ich mal zwischendurch wieder gucken kann. Ob hier versteckte Items sind? Ah, da unten. Oder ist das noch weiter unten? Ich weiß nicht, ob das da auf diesen Abhang da unten ist oder noch tiefer irgendwo in der untersten Etage. Ist auch erstmal egal. Laufen wir weiter. Hier warten keine weiteren Rocket-Rüpel. Doch, da wartet der nächste Doppelkampf. Und wieder mit einem Charakter aus der Platin-Edition. Welche Überraschung. Ich habe leider ihren Namen nicht vergessen, aber ich glaube, das war doch die, die mit Scheimen irgendwie in Verbindung stand, oder? Und ihr Signature-Pokémon, Marley heißt sie hier im Englischen. Ihr Signature-Pokémon war ein Akani, mit dem sie wahrscheinlich aber auch nicht kämpfen wird. Weil alle unsere Mitstreiter bislang nicht mit ihrem stärksten Pokémon gekämpft haben. Mal gucken, was sie stattdessen hat. Aber sie habe ich als sehr starke Trainerin in Erinnerung. Bin ich gespannt, mit was sie kämpft. Natürlich wieder 6 Gegner, die wir vor uns haben. Noctu und Elektroball. Das ist keine schöne Mischung. Habe ich gerade starke Trainerin gesagt? Sie kämpft mit einem Sneebel. Mit einem Sneebona hätte ich jetzt mich ein bisschen mehr anfreunden können. Aerodactyl gegen Elektroball drin zu behalten, halte ich allerdings für keine gute Idee. Wir müssen auf jeden Fall raus. Sneebel sollte Noctu, denke ich, ganz gut rausnehmen können. Aber was machen wir gegen Elektroball? Ich wollte gerade sagen, wir haben noch kein Boden-Pokémon. Aber eine Sache habe ich euch vorhin bei der PC-Box noch vorenthalten. Das werden wir, wenn wir hier mit Team Rocket durch sind, aber nochmal nachholen. Denn ich habe noch ein weiteres Pokémon trainiert. Wobei, ihr seht es ja schon. Und zwar unten rechts beim unteren Bildschirm am Rahmen. Zum einen ist der aktuelle Starmie noch nicht im Team. Wird auf jeden Fall früher oder später wieder reinkommen. Keine Sorge. Aber zum anderen auch unser Shiny Morlord. Habe ich auf Level 37 trainiert. Was für die nächste Arena vielleicht, nicht nur vielleicht, sondern sehr, sehr sicher auch mit ins Team kommen wird. Aber dazu später mehr. Erstmal, was machen wir jetzt in diesem Matchup? Scaraborn steht außer Frage. Nach Tara
Thundercat wegen dem Bedroher wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Aber Thundercat möchte ich mir noch gerne in der Hinterhand behalten. Wir wechseln mal zu Dabelle. Was natürlich Worst Case wäre, wenn Elektroball einfach spontan sich entscheidet zu explodieren. Aber es macht Ladestrahl. Nicht auf uns, sondern auf Sneebel, okay. Und steigt seinen Spezialangriff. Das kann schnell eskalieren. Wir müssen das Elektroball ganz schnell beiseite räumen. Während Sneebel erstmal das Noctu mit eingezielten Eishieb ausnockt. Noctu ist ausgenockt. Ausgenockt tut, sozusagen. Das war nicht mal ein gutes Wortspiel. Es tut mir leid. Georock. Noch so ein Pokémon, das oft entscheidet, einfach mal zu exploden. Was machen wir da? Wir haben Schwebe. Erdbeben kann uns also nicht gefährlich werden. Aber das Elektroball ist auf plus 1 im Spezialangriff. Ich versuche mal, das Elektroball zu hypnotisieren. Der nächste Charge Beam. Diesmal auf uns. Und erneut der Spezialangriffsboost. Ice Punch erneut von Sneebel, aber das wird Georock höchstwahrscheinlich überleben, oder? Ja, leider knapp überlebt. Sehr gut, dass unsere Hypnose trifft. Haben Elektroball erstmal fürs erste entschärft. Rock Blast. Tschüss, Sneebel. Sneebel ist ja auch so der Inbegriff von Glaskanone. Kann unglaublich gut austeilen, aber hält leider nicht so viel aus. Ninjask hat sie auch noch. Ein schnelles Pokémon. Sie ist allgemein so ein schnelles Team, hat mir den Anschein. Aber schneller als Elektroball ist leider keins der anwesenden Pokémon. Wir gehen mal auf den Nachtnebel auf Elektroball. Oder wollen wir erstmal Georock ausschalten? Komm, wir schalten erstmal Georock aus. Flinkklaue triggert. Leider habe ich keine Ahnung, was das Ninjas so kann. Ich hoffe, irgendwie etwas, was viel Schaden auf Elektroball machen kann. Aeroas gehört leider nicht dazu. Ja, aber der Schaden war gar nicht mal so schlecht. Und habe ich das gerade richtig gesehen? Ninjas war schneller als Elektroball. Okay, jetzt spätestens sowieso nach dem Temposchub. Und Magneton, das nächste Elektro-Pokémon. Jetzt wäre Morlord an dieser Stelle sehr, sehr praktisch gewesen. Und ich glaube auch nicht, dass Ninjas hier gerade so viel machen kann. Weder wegen Magneton noch gegen Elektroball. Jetzt müssen wir überlegen, was wir tun. Wollen wir eventuell jetzt schon wechseln? Wir könnten zu Winona. Feuerattacken sehr effektiv gegen Magneton. Und hätte oder hat auch eine gute Spezialverteidigung. Luxra bringt nicht so viel. Kreisvogel ist außer Frage. Herkules wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Naktara macht, glaube ich, auch nicht so viel Sinn. Was hast du eigentlich für eine Spezialverteidigung? 85 ist auch gar nicht so schlecht. Oder drin bleiben, um ein bisschen Damage zu machen. Oh, da fällt mir ein, Magneton könnte Magnetfalle haben. Können wir überhaupt auswechseln? Dabelle can't be switched out. Okay, das mit dem Wechselspiel hat sich gerade erledigt. Wir müssen drin bleiben. Das ist potenziell sehr schlecht. Dann greifen wir erstmal Magneton an. Flinkklaue triggert erneut. Zum zweiten Mal nacheinander. Und das wird sogar locker ein Free-Hit. Ninjask boostet sich erstmal. Und Elektroball ist natürlich sofort aufgewacht, ne? Charge Beam auf Ninjask. Würde es höchstwahrscheinlich nicht überleben, oder? Natürlich auch noch ein Quit. Und der nächste Spezialangriffsboost. Das Elektroball wird sehr gefährlich gerade.
Funkensprung von Magneton. Und jetzt kommt schon ihr Arcani. Ich glaube, höchstwahrscheinlich. Okay, Bedroha ist gut, wobei denkt nur den physischen Angriff, goddammit. Aber ich glaube, Arcani ist schon ihr letztes Pokémon, kann das sein? Sprich, wenn Arcani draufgehen sollte, müssen wir alleine gegen zwei kämpfen. Und ich weiß nicht, ob jetzt ein Schadspiel von Elektroball, wenn es uns angreift, eventuell sogar ausreicht. Wir gehen mal auf Thundercat. Ach, wir können ja nicht wechseln. Da war ja was. Also wenn die beiden Gegner uns jetzt doppeln, könnte die Glocke fallen. Dann hätte die Glocke eventuell ihren letzten Ton von sich gegeben. Und warum mache ich jetzt an dieser Stelle so blöde Sprüche? Hypnose riskieren. Aber wenn die dann daneben geht, haben wir die Runde vollkommen verpennt. Oder hoffen wir, dass Arcani das Elektroball angreift? Der nächste Schadspiel. Er geht auf Arcani. Okay, Arcani überlebt das aber. Und der nächste Spezialangriffsboost. Oh Gott. Ach stimmt, natürlich greift Arcani Magneton an. Das ist doch irgendwo sogar logisch. Aber damit haben wir die linke Seite komplett besiegt. Und Bronzong erreicht Level 38. Und vor allem Magneton ist weg. Wir können Bronzong jetzt wieder austauschen. Uhuhuhuhu. Und auf die Attacke habe ich gewartet. Der Gyroball. Eine Stahl-Step-Attacke, die perfekt, nahezu maßgeschneidert für unser Bronzong ist. The user tackles the foe with a high-speed spin. The slower the user, the greater the damage. Sprich, je langsamer wir sind, desto mehr Schaden machen wir. Und das kombiniert mit der Attacke Fluch, was unsere Init ja senkt und gleichzeitig unseren Angriff und unsere Verteidigung erhöht, boostet das den Gyroball praktisch doppelt und dreifach. Also die Kombination ist ein Traum. Allerdings, der Nachteil von Gyroball, es hat nur 5 AP. Und wir müssen natürlich eine andere Attacke vergessen lassen. Sondersensor oder Nachtnebel. Hypnose würde ich noch gerne behalten, den Fluch sowieso. Ist es Zeit, Nightshade Goodbye zu sagen? Nachtnebel ist halt fixer Schaden und die Angriffswerte sind halt nicht die allerbesten bei Bronzong. Deswegen würde ich fast sagen, den Sondersensor weg. Wobei, komm, wir machen erstmal den Nachtnebel lieber weg. Höchstwahrscheinlich wäre er früher oder später sowieso rausgeflogen. Und wir haben eine sehr schöne Attacke, den Gyroball, und kommt auch sofort. Okay, die Situation, die wir jetzt gerade eben hatten, habe ich... Wie lange spiele ich Pokémon? Ich habe keine Ahnung. Mittlerweile wieder seit gut 10 Jahren. Bin allerdings Pokémon-Spieler seit der ersten Stunde, dann mit einer längeren Pause. Aber insgesamt spiele ich schon, glaube ich, 15 Jahre Pokémon oder so. Aber die Situation habe ich bis dato noch nie gehabt. Die Attacke, die wir gerade haben vergessen lassen, den Nachtnebel, den wollten wir ja gerade eben einsetzen. Und stattdessen hat das Pokémon dann die neu erlernte Attacke, die es gerade eben bekommen hat, eingesetzt. Sehr interessant. Wusste ich auch nicht, dass das so funktioniert. Nichtsdestoweniger haben wir immer noch ein Problem. Ein ziemlich großes sogar. Das Elektroball ist immer noch jetzt auf plus 4. Und wenn es jetzt Arcani angreift, wird Arcani down gehen. Die Frage ist, würde Thundercat
Er hat doch einen Angriff für den Thundercat von Elektroball überleben. Selbst wenn jetzt nochmal der Spezialangriffsboost kommt, den greift er an. Wieder Akani. Okay, Akani ist down. Und damit wird es wahrscheinlich jetzt ein 1 gegen 1 Kampf. Und das fünfte Mal der Special Attack geboostet. Aber trotzdem sollten wir noch einen Angriff überleben. Wir könnten erstmal das Lichtschild auspacken. Das machen wir, glaube ich, sogar, oder? Wobei, nee. Dann würde Elektroball uns zweimal angreifen können. Wir gehen direkt auf den Night Slash. Warum geht er jetzt auf den Stern? Wobei, den resistieren wir natürlich nicht, ne? Heilige Maria. Bitte reiche aus. Danke. Und Aftermath. Holy shit, das habe ich komplett vergessen, dass er die Fähigkeit haben kann. Das Elektroball war gerade sehr gefährlich, nicht wie man es normalerweise kennt, wegen der Explosion, sondern wegen dieser Kombination gerade. Omot kommt. Aber da es jetzt wieder ein 1 gegen 1 Kampf ist, können wir da relativ safe wechseln. Und zwar werden wir Firefox das erste Mal kämpfen lassen. Debütkampf für unser Vulnona. Unheilböen. Eine Geisterattacke. Und er bekommt natürlich den Mega Boost. Wie sollte es anders sein? Das ist schlecht. Denn jetzt sind wir, glaube ich, gezwungen. Ein Flammenwurf überlebt Omot jetzt auf jeden Fall. Wir sind gezwungen, Nasty Plot zu machen. Das Ding ist aber, Omot wird jetzt nach dem Boost wahrscheinlich auch schneller sein. Dennoch, zwei Attacken. Wobei, das können potenziell Psychokinese haben. Aber auch Käferattacken. Wobei Omot auch wieder eins der Pokémon ist, das in diesem Hack eine Typenveränderung bekommen hat. Normalerweise ist es ja Giftkäfer, aber in diesem Hack ist es, glaube ich, Psychokäfer oder Psychogift. Ich meine Psychokäfer. Deswegen wäre Nightfall auch ziemlich gefährlich wegen den Käferattacken. Aber dieser Mega Boost jetzt gerade wirklich vonnöten. Selbst eine Psychokinese würde wohl Nona noch überleben. Aber da Omot schneller ist, kann es zweimal angreifen. Wir müssen hier fast auf die Hypnose gehen. Okay, keine Psychokinese, sondern nur der Psystrahl. Aber auch der macht schon ordentlich Schaden. Und Gott sei Dank trifft die Hypnose. Aber was jetzt? Erstmal hochheilen. Dann Nasty Plot. Ich würde fast sagen, das ist die Taktik. Die Sonne scheint zwar nicht, aber die Hälfte sollte es trotzdem heilen. Wieder fast voll. Und jetzt bitte kein One-Turn-Sleep. Dankeschön. Omot pennt zumindest noch die zweite Runde. Und wir können einmal unseren Spezialangriff verdoppeln. Und jetzt sollte ein Flammenwurf ausreichen. Omot ist aufgewacht. Und schläfert uns ein stattdessen. Du kleines, ekelhaftes Viech. Jetzt ist die Frage, was ist Omots vierte Attacke? Er wird jetzt wieder auf den Psystrahl gehen. Es wird Zeit, die Nacht reinzubringen, Nightfall. Ich hoffe, dass es keine Käferattacke hat. Wenn doch, müssen wir sofort wieder auswechseln. Wir gehen erstmal... Oder wollen wir direkt auf Payback? Wir gehen mal direkt zum Angriff über. Und natürlich schläfert es auch nach Tara ein.
Oh man, diese Rocket-Rüpel, nicht nur die Rocket-Bosse, sondern auch die Rüpel machen uns hier schon diverse Probleme. Okay, es kann keine Käferattacke, geht stattdessen auf die Geistattacke. Diesmal kein Mega-Boost. Wenn ich jetzt nochmal den Boost bekommen sollte, dann wird das sehr, sehr eng. Zum Glück, Unheilböen kann man nur 5-mal einsetzen. Dritte Runde, die wir pennen. Würde mich nicht wundern, wenn wir sogar noch eine vierte Runde schlafen. Oder jetzt nochmal der Mega-Omni-Boost kommt. Nein, weder noch. Wir sind sogar aufgewacht. Payback und go. Ach stimmt, und da es ein Psycho-Pokémon ist, ist der natürlich sehr effektiv. Das hätte ich fast vergessen. Reicht der Ruckzuck-Hieb jetzt aus? Wir haben den Seidenschal. Vielleicht reicht das. Es reicht. Sehr gute Arbeit nach Tara. War die richtige Wahl, dich hier reinzubringen. Und jetzt kommt noch ein Geist-Pokémon mit Traumfugil. Was kann ein Traumfugil, was uns eventuell gefährlich werden könnte? Ich glaube nicht, dass es Käfer attacken kann. Kann Traumfugil Fokusstoß lehren? Ich glaube nicht. Andererseits, ich möchte nach Tara hier nicht unnötig riskieren. Andererseits wiederum, zu wem soll ich hier wechseln? Es könnte potenziell Juwelenkraft haben. Wollen wir zu Dabelle? Das Doofe ist, dass Wununa jetzt schläft. Sonst wäre er meine erste Wahl gewesen. Würde von Aerodactyl ein Crunch ausreichen. Oder geht das blöde Traumfugil auch auf Hypnose? Ich muss, glaube ich, drinbleiben und auf Payback drücken. Wir sind sogar schneller. Ich hoffe, das reicht. Reicht leider nicht. Okay, es macht selbst Payback. Aber das tanken wir ganz gut weg. Und dann sollten wir den Kampf, hui, auch geschafft haben. Aber man merkt wirklich, bei jedem Kampf, selbst gegen nur Rocket-Rüpel, muss man wirklich unfassbar auf der Hut sein. Man darf einfach kaum Fehler machen. Und wenn man sie doch tut, hat das höchstwahrscheinlich gleich Konsequenzen. Thank you. I appreciate it. Just a bit. Ach ja, das war auch eine sehr schweigsame Charakterin. Ich erinnere mich. So die typische Zundere. Aber immerhin ist sie nett genug, unser Team zu heilen. Und warum ruft Morty uns an? Der Geister-Arena-Leiter. Hey, this is Morty. How are you doing? How have you been? Das hast du jetzt zweimal gefragt. Anything interesting happening? Ach du, nur im letzten Stream sind uns 4 unserer Pokémon verstorben, aber sonst nix. I'm doing the same as usual, just my regular gym leader duties. There haven't been any really strong trainers here since you came through. Seems like you are one of those genius trainers you seldom meet. I don't mean to flatter you. Vielen Dank für dieses sinnlose Gespräch. Gut, unser Team ist wieder geheilt. Das ist sehr schön. Ich glaube, Aerodactyl an erster Position zu lassen, ist gar nicht mal so verkehrt. Mal wieder kurz zwischendurch das Itemradar eingeschaltet. Und ein Lagging Tail gefunden. Ich glaube, das war dieser Schwerschweif, heißt er so im Deutschen? Genau, Lagging Tail, der so aussieht wie ein Onix. Oder der Teil eines Onix. An item to be held by a Pokémon. It is tremendously heavy and makes the holder move slower than usual. Macht den Anwender, das Pokémon, das es trägt, also langsamer. Macht also wenig Sinn,
das ein Pokémon zu geben. Es sei denn, man spielt es mit Attacken wie zum Beispiel Wechsel dich. Die bewirkt, dass das Item, das eigene Item mit dem des Gegners getauscht wird. Man kann es schon auf jeden Fall taktisch clever einsetzen, so ist das nicht. Aber für uns aktuell eher uninteressant. Und da vorne, ihr seht es schon, wartet der nächste Rocket Boss. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe gerade das Bedürfnis, das Spiel einmal zu speichern und nochmal eben einen Schluck zu trinken. Stay hydrated. Nicht vergessen, häufig und viel zu trinken, Leute. Ich weiß, ich muss mich selbst erstmal dran halten. Ich trinke eigentlich viel, viel zu wenig. Vor allem während Streams, weil ich einfach fast die ganze Zeit einfach nur Quatsch durchlabere. So, was machen wir gegen die junge Dame vom Vorstand? Ich hoffe, es wird nicht so ein Massaker wie bei dem Kollegen beim letzten Mal. Sie haben ja häufig Gift und Psycho-Pokémon, oder? Überwiegend Gift, wenn man so an den letzten Kampf zurückdenkt. Golbat, Skuntank und so weiter. Smogmog. Sollen wir damit Greifsvogel starten? Und guck mal, sie hat einfach zwei Steine neben sich gestellt, damit man da bloß nicht durchkommt an sie vorbei. Okay, wir müssen wohl mit ihr kämpfen, damit wir weitergehen dürfen. Die Safari-Zone ist dann nicht mehr weit. Ariana, so heißt sie. Hold it! You've gone far enough on this heroic journey. Get ready for a thrashing. Thrashing. Please don't. Dein netter Kollege war beim letzten Mal schon mehr als genug. Auch sie hat vier Pokémon und sie beginnt mit einem Gift-Pokémon. Mit Arbok. Das uns erstmal bedroht. Das beginnt alles andere als optimal. Was kann Arbok für Attacken? Es kann, ähnlich wie Aerodactyl, die Elementzähne. Sprich Eiszahn, Donnerzahn, was sehr effektiv auf uns wäre. Aber das sollte definitiv nicht ausreichen, auch wenn Aerodactyl nicht die beste Verteidigung hat. Aber auch wiederum auch nicht den stärksten Angriff. Ich will zumindest einmal fliegen. Nach dem Bedroher wird es auf keinen Fall ausreichen, das ist mir klar. Gangshot kann es. Der Mülltreffer. Die stärkste physische Giftattacke wird nicht mal für ein Two-Hit reichen. Aber das resistieren wir. Aber wir sind vergiftet. Und damit sind wir gezwungen, direkt auszutauschen. Und ich glaube, Dabell ist jedoch eine ganz gute Antwort. Immunisiert die Giftattacken. Sollte es Erdbeben können, würden wir das ebenfalls immunisieren. Nur ein Feuerzahn könnte uns wehtun. Die Frage ist, wie wollen wir vorgehen? Wollen wir uns cursen? Ein bisschen hochfluchen? Oder vielleicht erstmal hypnotisieren? Komm, wir gehen erstmal auf Fluch. Oh, ist kein Crunch. Das habe ich vergessen. Das habe ich vergessen. Wenn es kein Crit ist, überleben wir das. Es ist genau das gleiche wie beim letzten Mal. Schon gegen den letzten Rocket Boss. Dieser unnötige Flügelschlag-Crit von Golbat gegen Gyarados. Wäre der nicht passiert, der Kampf wäre niemals so eng geworden und wir hätten nicht so viele Pokémon verloren.
Und ich glaube, genau dasselbe passiert hier jetzt gleich auch. Kann das sein? Habe ich den Crit jetzt gecallt? Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall ziemlich bescheiden. Thundercat rein, Bedroher raus. Selbst wenn es Erdbeben kann, das würden wir überleben. Es sei denn, es quittet uns natürlich wieder. Wir gehen auf den Night Slash. Hey, vielleicht bekommen wir auch mal einen Crit zur Abwechslung. Hat ja eine hohe Volltrefferquote. Hey. Dankeschön. Weiß nicht, ob der Crit vonnöten war. Vermutlich schon. Hätte es sonst wahrscheinlich knapp überlebt. Giflor. Auch auf Level 37. Warum kommt sie mit Giflor rein? Pflanze Gift. Tabell wäre hier auch ziemlich gut gewesen. Wollen wir hier jetzt auch holen Nona? Was kann es denn? Blättertanz, Matschbombe, Schlafpuder, eventuell irgendetwas, um sich zu boosten. Toxin theoretisch. Wir gehen mal auf Ulnona. Also diese Rocket-Bosse, die machen mich echt fertig. Petal Dance, da kommt der Blättertanz. Schaden ist okay. Und Giflor ist jetzt in die Attacke gelockt. Ich werde einmal auf Nasty Plot gehen. In der nächsten Runde uns mit Morning Sun heilen. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück und Giflor ist nach der Runde schon verwirrt. Giflor ist verwirrt. Und wenn wir ganz viel Glück haben, damit sich das Glück mal wieder ein bisschen ausgleicht, verletzt sich Giflor vielleicht selbst. Denn dann wären wir bei Full HP. Nein, wir haben natürlich nicht das Glück. Stattdessen schlafen wir. Ist ja fast genauso gut, nicht wahr? Da müssen wir hoffen, dass Ulnona auf dem Schönheitsschlaf schnell erwacht. Immerhin haut sich Giflor einmal selbst. Zweite Runde. Übrigens im letzten Kampf gegen den anderen Team Rocket Boss hat X-Bart volle 4 Runden gepennt. Und die Schlammbombe macht ganz schön Schaden. Das müsste die... War es jetzt die dritte oder vierte Runde? Ich habe schon wieder nicht mitgezählt, ne? Ich glaube, das war die dritte. Und jetzt sind wir wieder gezwungen, auszuwechseln. Holy shit. Ja, ja, ja. Das ist ein relativ ähnlicher Verlauf wie der letzte Kampf. Und ich könnte da schon wieder richtig kotzen. Wir müssen zu Nahtara raus. Hier wird definitiv noch was sterben. Ich hasse es, aber hier kommen wir nicht ohne weiteres Opfer raus. Wenn die Vergiftung kommt, nicht so schlimm. Und selbst bei Nahtara macht das ganz schön Schaden. Zweimal Payback wird nicht reichen. Nie und nimmer. Und natürlich wieder die Feiglingstaktik. Hm? Scheiß auf die Sleepclaws. Ich lasse einfach alle Pokémon einschläfern. Und wisst ihr was? Das geht mir so sehr auf den Sack. Wenn die Gegner sich nicht an solche Regeln halten,
will ich am liebsten auch gerade einen Regelbruch begehen und einfach jetzt ein Heil-Item reinschmeißen. Denn das ist einfach nur Scheiße. Sorry, aber das ist wirklich Bullshit. Am liebsten würde ich jetzt einfach Runona voll heilen, vom Schlaf erwachen, weil das einfach nicht fair ist. Okay, ich könnte natürlich sagen, ich könnte theoretisch auch die gleiche Taktik anwenden. Schlafpuder, Hypnose-Span, was auch immer. Alle Pokémon vom Gegner einschläfern. Das Ding ist, die NPCs wechseln ja so gut wie nie aus. Deswegen kann ich die Sleep Claws in dem Sinne ja so gut wie gar nicht brechen. Selbst wenn ich könnte, würde ich das natürlich nicht machen. Aber die NPCs, die scheren sich halt nicht drum. Wahrscheinlich wird jetzt wieder der Blättertanz kommen. Ich hoffe, dass jetzt der Blättertanz kommt. Jetzt kommt der Blättertanz, den resistieren wir. Und mit zweimal Aeroas sollte das hoffentlich ausreichen. Ja, das reicht definitiv aus. Mit der Shellbell heilen wir uns ein bisschen hoch, aber wirklich nur ein bisschen. Er ist wieder im Petal Dance gelockt. Alter, was ist das? Was zur Hölle soll das? Der nächste Crit. Hey, jetzt bekommen wir auch einen Crit. Yay, der war ja unbedingt vonnöten. Nein, ich bin nicht salty. Überhaupt nicht. Alter, geht das ein grad dezent auf den Sack. Hallo Kramchef. Kannst du Verfolgung? Wahrscheinlich kannst du Verfolgung. Wir haben zwei schlafende Pokémon, ein vergiftetes Pokémon, ein fast totes Pokémon. Die Chancen stehen gerade nicht so gut. So oder so müssen wir zu Thundercat raus. Bedroher kommt raus. Brave Bird, das Ding kann Sturzflug. Und das macht auch ganz gut Schaden, trotz Bedroher, trotz Resistenz. Funkensprung. Bitte kill es. Wird wahrscheinlich nicht ganz ausreichen, oder? Wobei, die Verteidigung ist nicht so mega gut, aber es ist ein Level höher. Aber reicht trotzdem. Thundercat erreicht Level 38. Und ich bereue es jetzt wieder gerade wirklich, dass wir Thundercat beim letzten Mal nicht mit im Team gehabt haben. Gegen den anderen Rocket-Vorstand, da wäre der Kampf völlig anders gelaufen. Hallo Rosana. Ein Shiny Rosana. Ich glaube, Rosana hat hier keine Typenänderung in diesem Hack. Spricht immer noch vom Typ Eis und Psycho. Und ich glaube, ein Night Slash sollte reichen. Schneller sollten wir auch sein, Fragezeichen. Ich glaube nicht, dass Rosana was kann, was uns töten könnte. Bis auf Fokusstoß eventuell. Komm, Night Slash und hau es bitte weg. Dankeschön. Aber das mit dem Crit gerade wieder, ne? Das war wieder sowas von unnötig. Und ein weiteres Pokémon haben wir verloren. Das muss ich mal kurz am Rahmen anpassen. Ach, geh mir nicht auf den Sack. Ich habe jetzt nicht mal Bock, dich noch zu sprechen. Tschüss, Bronzong. Das nächste Pokémon, das gegen einen Rocket-Vorstand nach einem Crit, sorry, wenn ich mich darüber jetzt so aufrege, gefallen ist.
Oh? Ariana seems to have dropped something. Wir bekommen als Entschädigung die TM84. Welche TM ist das? Wenn das jetzt Gyroball ist, ne? Dann kotze ich im Strahl. Nein, es ist Poison Jab, der Gift-Hieb. Ja, ist okay. Kann man auf jeden Fall gebrauchen, aber ich hätte lieber noch ein lebendiges Bronzong gehabt. Und unser Team ist fast tot. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt der letzte Rocket-Kampf war. Aber bevor wir jetzt weitergehen und direkt in den nächsten Kampf hineinlaufen, gehen wir auf Nummer sicher, fliegen nochmal zurück nach Kyanwood, heilen unser Team und begraben das nächste Pokémon. Es hat gerade eben den Gyroball erlernt. Das hätte so eine schöne Taktik werden können. Mit Fluch gegen irgendeinen Gegner so richtig schön hochboosten. Verteidigung, Angriff, verdoppeln, verdreifachen, vielleicht sogar vervierfachen. Und dann mit dem Gyroball reinhauen. Diese Taktik wollten wir gerne verwenden, aber wir sind nicht dazu gekommen. Die Todesbox, die Rest in Peace Box, wird etwas länger und größer. Careful Nature mit der Fähigkeit Schwebe. Das war so ein gutes Mon. Vor allem auch die Typenkombination Stahl-Psycho. Unser nächster kleiner Tank nach Kripok verlässt uns. Ist schon ein bisschen bitter. Der Bell geht in der Hell. Das wiederum heißt, dass wir ein neues Pokémon mitnehmen können und auch mitnehmen werden. Und zwar unseren nächsten Neuzugang, den ich euch dann auch gleich vorstellen kann, nämlich Morlord. Unser Shiny Morlord. Übrigens das einzige Pokémon, das ich offscreen tatsächlich noch umbenannt habe. Ich weiß gar nicht, wie der Name vorher war. Sumpflord, glaube ich, oder? Mit dem war ich sowas von total unzufrieden. Deswegen habe ich es umbenannt. Das war wirklich das erste und letzte Mal, dass ich das tue. Und zwar auf den Namen Päuchen. Päuchen, der Panther, wegen seiner rosa Farbe. Starmie bleibt erst nochmal auf der PC-Box. Morlord, ja, ist zwar auch nicht so der richtige Tank, aber könnte die Rolle erstmal mehr oder weniger einnehmen. Für den späteren Verlauf hätten wir ja noch unser Potrot, aber das möchte ich zum aktuellen Zeitpunkt eigentlich nicht mitnehmen und nicht trainieren. So, dann kann ich mal ganz schnell, ganz fix nochmal den Rahmen anpassen. Morlord, du darfst ein bisschen wandern. Das sieht doch schon fast gut aus. Unser zweites Shiny-Pokémon im Team, liebe Freunde. Ich glaube, so ist schön, oder? Ach komm, einen Schritt nach rechts darfst du noch. Das Auge sieht ja mit. Den Spruch habe ich, glaube ich, schon beim letzten Mal irgendwann gebracht. So sollte es, denke ich, passen. So, Morlord. Schauen wir uns Päuchen, Panther oder einfach nur Päuchen doch mal an. Hat die Razor Claw aktuell als Item, erhöht die Volltrefferquote. Aber wisst ihr was? Das tauschen wir jetzt einfach mal aus. Und wir geben ein weiteres Mal die Flinkklaue weiter. Ich hoffe nicht, dass die Flinkklaue irgendwie ein verfluchtes Item ist. Erst hatte Kripok sie ja getragen, ist gestorben. Jetzt hatte Bronzong sie getragen, ist gestorben. Und jetzt wird dieses hoffentlich nicht verfluchte Item an Morlord weitergegeben. Hat eine Bold Nature, was auch eher so semi-gut ist. Defense wird zwar erhöht, was gut ist, aber der physische Angriff wird leider gesenkt, was
eben nicht so gut ist. Wer hätte es gedacht? Hat allerdings schon zwei sehr mächtige Step-Attacken mit Aquatail, dem Nassschweif, und Earthquake, das Erdbeben. Zudem noch Yawn, den Gena, kann auch hilfreich sein. Und Amnesie, was die Spezialverteidigung verdoppelt. Dadurch könnte es auch noch weiter tankiger werden, als es ohnehin schon ist. 128 HP, nur einer weniger als nach Tara. Also auch relativ defensiv zu gebrauchen, behaupte ich. Gut, dass ich es offscreen schon mal ein bisschen auch mittrainiert habe. Denn, wenn ich ganz ehrlich bin, ich hatte irgend so etwas in dieser Richtung schon wieder befürchtet, dass da noch ein, zwei Rocket-Bosse auf uns lauern. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt der letzte war. Aber irgendwie glaube ich nicht dran. Da kommt bestimmt noch ein Final Boss, oder? Kurz vor der Safari-Zone selbst wird da bestimmt noch mal jemand auf uns lauern. Ich habe es doch im Titel geschrieben. Wunden lecken. Eine weitere Wunde ist gerade dazugekommen. Ist aufgeplatzt. Übrigens, was ich hier im Offscreen-Training festgestellt habe, in der Cliff Cave hätte es unter anderem Hippopotas und Kindwurm, nicht Kindwurm, sondern, oh, wie heißt denn die erste Entwicklungsstufe von Libeldra? Knackleon, Gott, wie komme ich denn auf Kindwurm? Knackleon natürlich, hätte es da auch gegeben und das gar nicht mal so selten. Ihr habt da einige von gesehen, stattdessen mussten wir uns dort mit einem Georock begnügen, aber gut. Team ist on fire, Team ist geheilt, Team ist fit. Och man, Bronzong. Ich gehe mal vorsichtig weiter. Wir sind jetzt auf Route 48. Noch keine weiteren Rocket-Mitglieder in Sicht. Auch hier nicht. Das heißt, wir können auf dieser Route erstmal ein Pokémon fangen, liebe Freunde. Ich hoffe, es wird ein gutes, das vielleicht Bronzel, Bronzong so ein bisschen ersetzen kann. Ich weiß, natürlich ist kein Pokémon 1:1 austauschbar oder ersetzbar. Ähnlich wie bei uns Menschen. Aber irgendetwas als Ersatz wäre schon nicht schlecht. Das Nugget tröstet da auch nicht so wirklich drüber hinweg, auch wenn wir die Kohle gut gebrauchen können. So, Itemradar, habe ich vorhin den Weg vergessen einzusetzen. Okay, gucken wir erstmal auf unseren Encounter. Okay, im ersten Moment dachte ich so, yo, danke Spiel, willst du mich verarschen? Aber denken wir dran, Porenta ist, glaube ich, das Pokémon in diesem Hack neben Inkognito, das den größten Buff bekommen hat. Wir gucken und wir fangen es natürlich erstmal. Hoffentlich fangen wir es erstmal. Wenn die Hypnose denn treffen würde. Und schauen uns dann mal Porentas Werte an. Night / Crit. Also irgendwie, die Crits sind real am heutigen Abend. Da müssen wir erstmal wieder den Bedroher rausholen. Oh shit. Ich wollte es gerade sagen, das kann doch Kampfattacken. Holy shit. Holy, holy shit. Was mache ich da? Killer, denk nach. In diesem Hack ist Porenta ein Kampf-Pokémon. In diesem Hack ist Glockstra ein Unlicht-Pokémon. Diese beiden Fakten, oder zumindest den Fakt, dass Luxtra Unlicht ist, habe ich irgendwie mal ganz kurz ausgeblendet. Wie schwächen wir das Ding? Mhm. Ich habe keine Ahnung. Flugattacken hauen Herkules aus dem Leben. Ich glaube, wir müssen versuchen, es
ohne es zu schwächen zu fangen. Wobei wir könnten natürlich noch mit Paulchen rein und den Gena drücken. Dass es zumindest einpennt. Das machen wir auch mal. Auf jeden Fall schon mal ein nettes Moveset mit Agilität, Night Slash und Close Combat. Ich würde sagen, wir werfen direkt mal den ersten Ball. Nach der nächsten Attacke pennt sie auf jeden Fall ein. Aber vielleicht bekommen wir ja gar keine Attacke mehr ab. Ne, bekommen wir nicht, denn wir haben Farfetch Porenta gefangen. Und ihr wisst alle, ein männliches Porenta, wie wir dieses Pokémon nennen müssen. Da steht es auch nochmal von Typ Kampf und Flug. Was hat das eigentlich für Schwächen? Psycho? Gestein wird neutralisiert. Käfer ist ja Resistenz. Okay, Flugschwäche bleibt natürlich. Psycho, Eis. Das müsste es gewesen sein, ne? Keine schlechte Typen-Kombo, behaupte ich mal. Und natürlich müssen wir dieses Porenta auf den Namen Lauch taufen. Da führt kein Lauch und kein Weg dran vorbei. Auch ein bisschen an Anlehnung an Herrn Lauchzelot. Die Weiterentwicklung in oder aus Pokémon Schwert und Schild. Also wenn Pokémon Schwert und Schild ein gutes Pokémon hervorgebracht hat, dann ist es tatsächlich, so komisch das klingt, die Weiterentwicklung von Porenta. Lauchzelot ist wirklich einfach ein sau cooles Design, ein sau cooles Pokémon. Ich weiß aber immer noch nicht, was uns da weiter oben erwartet, ob da noch ein Kampf kommt. Ich gehe immer noch davon aus. Deswegen gehen wir wieder safe. Einmal zurück ins Pokémon Center. Mit Fliegen, das wir ja jetzt im Gepäck haben, geht das natürlich auch wesentlich schneller. Da verschwenden wir dann auch nicht allzu viel Zeit. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, uns Porenta gleich mal eben anzuschauen. Also der erste Moment, wo ich gerade Porenta gesehen habe als Encounter. Oh nein, was eine Scheiße. Aber dann hat Gehirn angefangen zu arbeiten. Hey, so schlecht ist das vielleicht gar nicht. Kampf-Pokémon haben wir auch noch nicht allzu viele. Genauer gesagt haben wir gerade nur Scaraborn, ne? Okay, gucken wir uns Porenta an. Hat Inner Focus als Fähigkeit, den Konzentrator. Lonely Nature ist, glaube ich, nicht allzu gut. Wobei, schlecht ist es nicht. Es wird dadurch nämlich noch weiter zur Glaskanone. Die Verteidigung geht runter, aber der physische Angriff geht nach oben. Und der ist auf 85. Init auf 77 ist auch nicht schlecht. Wenn wir das ein bisschen auf EV, Init und Angriff trainieren. So schlecht ist es nicht. Und vor allem die Attacken. Agilität, Sword Dance, Nahkampf und Night Slash. Aber es ist wirklich immer noch der Inbegriff von Glaskanone. Beide Verteidigungswerte unfassbar schlecht. Immerhin, mit der Fähigkeit sind wir vor Mogelhieb und ähnlichen Attacken geschützt. Aber ob ich da jetzt so froh drüber bin, ich weiß ja nicht. Wäre eventuell meine Alternative. Deswegen bleibt es auf jeden Fall auf der Ersatzbank. Aber ich bleibe dabei, allzu viele Pokémon von uns sollten nicht mehr sterben. Die richtig, richtigen Kracher-Pokémon haben wir nicht mehr auf der Bank. Selbst Starmie, ihr wisst, ich hatte sehr viel von Starmie, aber dieses Brave Nature Starmie, oh, ich könnte mich immer noch drüber aufregen, ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Also wir haben jetzt gerade wirklich unser Non-Plus-Ultra-Team am Start. Da sollten wir nach Möglichkeit bitte kein weiteres mehr von verlieren. Aber unter der Voraussetzung, dass wir ohne Verluste die Safari-Zone jetzt erreichen, haben wir dort ja die Möglichkeit, ein paar weitere neue Mitglieder zu fangen. Aber was mich und euch wahrscheinlich auch interessiert, was hätten wir auf der Route noch fangen können?
auf der Route 48. Eigentlich dürfte ich nicht nachschauen, aber wir werden nachschauen. Und wenn ich hier schon mal lang laufe, ist hier noch irgendwo ein verstecktes Item? Sieht nicht danach aus. Aber zwei, drei Encounter. Ich glaube, im regulären Spiel gibt es hier zum Beispiel Tauros und Miltank. Was gibt es hier noch? Ditto? Girafarik und sowas? Tropius? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Pflanze Flug-Pokémon aus der dritten Generation. Habe ich so auch nie gespielt. Generell, was mir auch übrigens aufgefallen ist, wir haben bis dato nur sehr, sehr wenige Pokémon aus der dritten Generation im Team gehabt. Hat, glaube ich, nichts damit zu tun, weil ich Dritt-Gen-Pokémon nicht mag und auch nicht so viel Erfahrung mit denen habe, da ich ja bekanntermaßen die Höhenregion nie gespielt habe. Liegt eher daran, dass wir einfach keine guten Pokémon aus der dritten Generation bis dato hatten. Das Einzige, was wir mal kurz im Team hatten, war, glaube ich, tatsächlich... Oh, Chanera hätte es hier auch gegeben. Das wäre cool gewesen. Das einzige Dritt-Gen-Pokémon, das wir bis dato hatten, war... Wie heißt es denn im Deutschen? Der kleine Vulkan. Numel im Englischen. Aber mir ist gerade der deutsche Name entfallen, das Feuerboden-Pokémon. Das ja gestorben ist, aber ansonsten... Aus der Höhenregion hatten wir bis dato noch kein einziges. So, das Chanera will ich mal kurz besiegen. Da es bekanntermaßen sehr gut Erfahrungspunkte gibt. Wenn wir es denn treffen. Nachdem es Komprimator eingesetzt hat. Aber ich bin guter Dinge. Der Durchbruch gelingt. Und die KP sinken. Langsam. Das HP-Monster schlechthin. Immerhin 1000 Erfahrungspunkte. Für ein wildes Pokémon schon relativ ordentlich. Okay, Chanera wäre, denke ich, cooler gewesen als Porenta. Nichts gegen Porenta. Ich mag Porenta, aber rein stärketechnisch wäre Chanera besser gewesen. Girafarik hätte sie auch gegeben. Ich weiß gar nicht, ob Girafarik hier in diesem Hack einen Boost bekommen hat. Kann ich gerade nicht sagen. Wäre jetzt aber auch nicht so das mega gute Pokémon gewesen, behaupte ich mal. Utrigaria. Okay, wäre Dupes Cross gewesen. Wir haben ja schon ein Knofenser. Aber auch hier eine relativ große Pokémon-Vielfalt. Wir speeden mal ganz kurz. So, wieder Porenta. Porenta scheint hier auf jeden Fall kein Rare Encounter zu sein. 2-3 Pokémon gucken wir noch. Nochmal Porenta. Scheint wirklich nicht der Rare Encounter zu sein. Tangela. Wäre auch cool gewesen. Das setze ich noch kurz in Flammen. Because I can. 700 Erfahrungspunkte. Ich glaube, hier kann man relativ gut trainieren. So, 1-2 Pokémon noch. Tropius haben wir auch schon gesehen. Ich denke mal, Chanera wird hier höchstwahrscheinlich der Rare Encounter sein, oder? Okay, Porenta auf jeden Fall nicht. Gut. Dann gehen wir weiter Richtung Safari-Zone. Ich setze mal wieder den Greis, den alten Sack, den alten Vogel nach vorne. In der Hoffnung, dass da nichts weiter kommt. Das olympische Feuer ist entzündet. Wir sind am Safari-Zone-Gate. Und wie Sie sehen, sehen Sie nicht viel. Keine Menschen hier. Ist das jetzt, weil Team Rocket hier noch irgendwo ist? Wir gucken mal kurz ins Center. Auch das völlig allein gelassen. Nur Schwester Joy geht natürlich, obwohl sie keine Kunden hat, ihrer Arbeit nach. Es war eine Falle. Oh fuck. Da hätte man vielleicht auch drauf kommen können, oder? Die Schweine. Zum Glück waren wir vorher in einem echten Pokémon-Center und haben uns geheilt.
Und natürlich kommt jetzt noch der dritte Boss. I'm surprised you took out Protein, Petrol and Ariana so easily. So einfach war das nicht, mein Freund. Wir haben jetzt inzwischen 5 Pokémon an euch verloren. Oh well, no matter. I can destroy you right here. Und ich wollte vorhin noch sagen, ein Charakter aus der Platin-Edition fehlt doch noch. Und da ist er auch schon, Ridley. Beziehungsweise im Deutschen heißt er Urs. Wie kommt man von Ridley auf Urs? Killer, hold on. I'll help you take these guys down. Okay, es wird also ein Doppelkampf mit ihm. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt mehr freuen soll oder eher traurig darüber bin. Auf jeden Fall hat Urs bestimmt doch ein Lucario. Ich glaube, das war sein Signature-Pokémon, oder? Another contender. Very well, this could actually be interesting. But this isn't the place. I'll be in front of the Safari Zone. If you haven't lost your nerve. Okay, wir kämpfen nicht direkt hier. Das wäre auch echt fies gewesen, ne? Wenn man nach dem Kampf gegen Ariana hier hochkommt, denkt, oh, Focus Center, wir können uns heilen. Und dann, bam, in your face. I see you in front of the Safari Zone, Kena. Alles klar, Urs. Sicherheitszeitzacker. Okay, wir können zwar nicht Schwester Joy bitten, uns zu heilen, aber wir hätten hier theoretisch noch die Möglichkeit, den PC als Heilungsmethode zu benutzen. Für die, die es nicht wissen, wenn man Pokémon auf die PC-Boxen ablegt, werden diese ebenfalls geheilt. Habe ich auch erst viel, viel später in meiner Pokémon-Karriere, in Anführungszeichen, erfahren. Okay, und der letzte Boss kämpft anscheinend mit einem Rüpel zusammen. Frage ist, wie gehen wir da vor? Und die andere Frage ist, wie oft will er uns critten? Das alles und noch viel mehr in der nächsten Folge von Pokémon Sacred Gold. Nein, wir machen hier natürlich noch weiter. Finden vorher noch einen Tiny Mushroom, einen kleinen Pilz, den ich mir am liebsten gleich reinpfeifen wollen würde, um das Ganze hier irgendwie nervlich zu überstehen. Irgendjemand ruft uns gerade an, ist mir aber gerade relativ latte. Denn wir sammeln lieber noch ein paar Pilze. Pilze sind gut für die Gesundheit. Ich weiß nicht, zu welcher Kategorie diese Pilze zählen. Und hier oben haben wir noch irgendwo eins. Natürlich noch einen weiteren kleinen Pilz, den wir uns in die Hosentasche stecken. Okay, Doppelkampf incoming. Ich habe ein bisschen Angst. Ich würde am liebsten mit Thundercat starten, aber Thundercat ist so die Geheimwaffe, die man eben auch mal gut einwechseln kann. Wir starten mit Aerodactyl. No, but we are in position. I won't let you interfere with our plans. Dann erzähl doch mal von euren Plänen. Davon haben wir nämlich noch gar nicht so viel gehört. Außer nur, dass ihr anscheinend die Safari-Zone besetzen wollt. Oder schon besetzt. Und holy shit. Da sind 2 Gegner mit einem monströsen Angriff vor uns. Aber Aerodactyl resistiert die beiden. Ich denke, wir gehen auf Fliegen auf Sichlor. Absol ist an unserer Seite. Auch ein sehr cooles Pokémon, by the way. Wir bleiben drin, greifen zuerst an. Aerodactyl ist schnell. Wir gehen auf Fliegen. Können vielleicht den Gegner noch ausweichen. Oh, Close Combat. Das wird absolut nicht überleben. Aber die beiden Death-Werte sind von Sangoose schon mal gefallen. Das ist gut. Und Sichlor, nein. Nein, bitte nicht sowas. Oh, das wird ja immer ekelhafter hier. Das ist ja noch schlimmer als Crit. Okay, Sangoose macht Detektor.
Und natürlich geht Fliegen daneben. Und Ursaring, der von Urs reingeschickt wurde, ist natürlich auf Sengo gegangen. Das könnte jetzt richtig ekelhaft werden. Detektor ist fehlgeschlagen, das ist schon mal gut. Bitte gehen nicht nochmal auf Doppelteam. Der Käferbiss geht daneben. Slash trifft. Volltreffer? Ne, kein Volltreffer. Okay, ich weiß nicht, warum Sengu da jetzt die ganze Zeit auf Detektor geht. Natürlich geht das Fliegen wieder daneben. Kyurikata macht nicht viel Schaden auf Aerodactyl. Ich gehe jetzt so lange auf Fliegen, bis wir treffen. Und der nächste Nahkampf. Oh Mann, ey. Komm, du überlebst das Ursaring, oder? Ja, sehr schön. Jetzt bitte einmal mit Schlitzer angreifen. Och, der macht nochmal Doppelteam. Hör doch auf. Das sind Attacken, die gehören einfach verboten. Wirklich. Lawine. Geht das auf beide? Ne, geht nur auf einen, okay. Damit Sengu zumindest schon mal down. Und Kreisvogel erreicht dadurch Level 38. Speed plus 4. Leider kann sich die Genauigkeit nicht erhöhen. Und Hundemon. Level 39. Und wieder geht's daneben. Feuersturm. Tschüss, Ursaring. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, haben wir den Bedroher von Hundemon abbekommen. Wieder Fury Cutter. Und da kommt ein Lucario. Ist Lucario schneller als Hundemon? Dann könnte er es mit einer Kampfattacke rausnehmen. Wenn Hundemon schneller ist, nimmt Hundemon Lucario auseinander. Oh Gott, dammit. Und wir haben jetzt den Bedroher drin. Das ist alles andere als optimal. Ich glaube, jetzt ist der Moment gekommen, zu Thundercat zu wechseln. Käferattacken treffen und zwar effektiv. Aber das müssen wir jetzt machen, um den Bedroher rauszubekommen. Dann sollte Sichlo uns nicht so viel können. Aber Hundemon hat gerade speziell angegriffen, ne? Feuersturm. Oh mein Gott. Und jetzt haben wir ein richtig fettes Problem. Das Sichlor hustet sich bis zur Unendlichkeit. Und wir sind jetzt mit einem Pokémon gegen zwei. Wir müssen erstmal die eine Seite down bekommen. Oh, zum Glück ging das Irrlicht daneben. Um Sichlor müssen wir uns später kümmern. Der boostet sich weiterhin, wie er lustig ist. Bitte die Para. Jawohl. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er erneut auf die Feuerattacke geht, was er eigentlich machen muss, können wir jetzt erstmal zu Vulnona raus. Und Hundemon ist paralysiert. Wir könnten mal versuchen, Skyver einzuschläfern. Natürlich geht die Attacke daneben. Und nun bekommt noch einen Schlitzer ab und Faint-Effekt kann er noch. Okay, jetzt müssen wir wieder zurück zu Thundercat. Nochmal den Bedroher rausholen. Also Thundercat ist
momentan, ich will fast behaupten, unser wichtigstes Teammitglied dank des Bedrohers. Jetzt kommt der Fury Cutter. Und das macht mächtig Schaden. Hundemon paralysiert. Dann können wir das zumindest schon mal rausnehmen. Und egal was jetzt reinkommt, das Pokémon auf der rechten Seite müssen wir als nächstes besiegen. Er geht nicht auf den Fury Cutter, warum auch immer. Garados. Selten kann ich behaupten, dass ich mich über ein Garados gefreut habe. Ganz schnell weg mit dem Ding. Trotz Bedroher, das muss ausreichen. Okay, jetzt können wir uns auf den einen konzentrieren. Wenn es kein Volltreffer ist. Was zur Hölle? Warum hat der Fury Cutter jetzt gerade so viel Schaden gemacht? Ich weiß, dass die Attacke stärker wird, wenn man sie mehrfach hintereinander einsetzt. Aber er hat doch zwischendurch einmal Schlitzer gemacht. Also ist dieser Effekt doch verpufft, oder nicht? Oder war das vorhin der erste Fury Cutter Minroll des Jahres? Und der zweite gerade eben der Max Roll of the Death. Es ist doch zum Kotzen, Leute. Ich hab's gerade eben noch gesagt, Thundercat. Ein unglaublich wichtiges Pokémon. Und jetzt wieder zur Ausgangslage. Und es macht nochmal Doppelteam. Bitte hau es weg. Es ist so ekelhaft. Es ist so ekelhaft. Dankeschön. Boah, zur Hölle mit dir, Sichlor. Doppelteam gehört verboten. Das war richtig, richtig ekelhaft. Hallo, Flunkiefer. In dieser Generation ein Stahl-Pokémon, aber in diesem Heck ein Stahlfee-Pokémon, richtig? Wir gehen mal zu Morlord. Unser rosa Päulchen. Ironhead. Das hätte Aerodactyl ziemlich heftig wehgetan. Erdbeben Go. Flink Klaue triggert. Na, zumindest das gelingt. Das Item ist nicht verflucht. Aber reicht das aus? Es reicht. Gute Arbeit, Paulchen. Aber eins kommt noch. Granbull. Und natürlich auch ein weiteres Pokémon mit Bedroher. Aber jetzt mal ernsthaft, warum hat das gerade ausgereicht? Der zweite Fury Cutter von Sichlor. Okay, es brüllt uns raus. Aber gar nicht so tragisch. Denn jetzt können wir erstmal davon fliegen. Seine Attacke geht daneben. Er pennt ein. Und dann können wir ihn in aller Seelenruhe finishen. Aber ein weiteres wichtiges, sehr wichtiges Pokémon gerade eben verloren.
Das tut wirklich schon ein bisschen weh. Komm, Eiszahn muss jetzt reichen, oder? Hoffentlich. Danke. Und ich gehe eigentlich fast so weit zu sagen, neben Nachtara war Luxtra unser wichtigstes Pokémon. Unser Bedroher Luxtra, Thundercat. Thundercat war fast von Anfang an dabei. I wasn't expecting that. We have what we need regardless. Don't expect me to be so generous next time. Das war noch generous, du Arschloch. You, that should be free with Area from Team Rocket. You've been a great help to us, Kena. Thank you. My companions and I are living in Yoto currently, as our cooperation was requested with a new Battle Frontier they have been putting up here. I've heard the Battle Frontier is no close to completion. It just needs a little bit more time. Perhaps you would like to visit us sometime in the future? Mal schauen, ob ich im Late Game irgendwann mal wirklich Bock auf Battle Frontier habe. Schauen wir mal. Buck and myself have a little house in Mahagonia Town, and the girls are in Goldenrod City. I'm sure they would all like to see you again. At any rate, people should start returning to their area now that those goons are gone. I'll see you around, Killa. Ach, Mutter, spende du uns zumindest ein bisschen Trost. Ja, ich hab von deinem Geld ein bisschen was gekauft. Ja, genau das war der Trost, den wir jetzt gebraucht haben. Oh, man. Ein Zwischenfazit vom heutigen Abend. Oh, die Typen sind wirklich alle wieder hier. Das ging ja sehr schnell. Zwei Kämpfe gegen zwei Rocket-Bosse. Zwei wichtige Pokémon verloren. Zwei alteingesessene Pokémon. Und apropos, jetzt wo ich es erwähne, Luxtra, Thundercat, hat uns ebenfalls verlassen. Oh Mann. Und natürlich müssen wir sie auch jetzt noch aus dem Team nehmen. Es wird nicht einfacher. Diesmal war es zwar kein Volltreffer, aber ich frage mich immer noch, warum die Attacke ausgereicht hat. Den Magnet, den brauchst du wohl nicht mehr, liebste Thundercat. Oh, es war so ein cooles Pokémon. Das tut mir tatsächlich gerade am meisten weh von allen Gestorbenen. Porygon, muss ich sagen, hat auch wirklich sehr, sehr weh getan. Garados auch. Unser Starter auch, selbstverständlich. Auch X-Bart, Kripok, Bronzong. Aber Thundercat. Wann haben wir sie gefangen? Oder wo haben wir sie gefangen? Route 31, relativ am Anfang. Von unseren aktuellen Teammitgliedern, abgesehen von Nachtara, war sie am längsten dabei. Alle anderen sind relativ späte Neuzugänge. Von der alten Clique ist wirklich nur noch Nachtara übrig geblieben. Oh man. Und ich sagte es doch noch. Vor dem Kampf, es sollte nicht mehr allzu viele unserer Pokémon sterben. Jetzt müssen wir Starmie definitiv mitnehmen. Und Starmie packe ich natürlich dementsprechend auch gleich in den Rahmen. Jetzt habe ich irgendein Bildschirm hier gerade verschoben, den ich nicht verschieben wollte. So, Starmie ist, glaube ich, gut platziert. Aber welchen Bildschirm habe ich hier gerade verschoben? Ich kann es nicht mal sehen. Ich glaube, das war der Alert-Bildschirm. Okay, halb so wild.
Oh Mann. Ja, das Team stellt sich jetzt gerade fast von selbst auf. Morlord und Starmie, unsere beiden Backups, sind jetzt notgedrungen jetzt schon wieder mit dabei. Und wenn wir auf unsere Ersatzbank so schauen, es sind solide Pokémon. Knofensa, selbst Illumise kann man was draus machen. Haspiroar, Georock, Porenta. Potrot für den späteren Verlauf. Noctu ist auch eher so lala. Am Anfang relativ gut. War lange im Team gewesen, aber jetzt aktuell zum dem Zeitpunkt des Spiels auch nicht mehr wirklich so die Elite, oder? Das gute Noctu. Sprich, wir brauchen Verstärkung. Ganz, ganz dringend. Und ich hoffe, dass wir welche in der Safari-Zone finden werden. Starmie, by the way, können wir uns auch nochmal eben anschauen. Auch unsere Stella habe ich offscreen trainiert. Level 37. Surfer, Ziehstrahl hat es schon gehabt. Ich habe ihr noch den Reflektor per TM beigebracht. Und ich war auch mit ihr beim Attackenlehrer und habe Starmie die Genesung beigebracht. Selbstheilung ist auf jeden Fall nice to have. Okay, dann quatschen wir erstmal mit den Leuten hier. Und wenn du jetzt der Typ bist, der mir das Item gibt, um Porygon 2 zu entwickeln, hau ich dir eins ins Gesicht. Was soll man dazu noch sagen? Außer... Fuck yourself. Irgendwie ist das alles gerade ein bisschen sarkastisch, habe ich schon den Eindruck, was das Spiel mit mir hier gerade macht. Hey, were you aware that any Porygon is capable of evolving into Porygon 2? You just need to upgrade it. Obtain the upgrade. Beziehungsweise Porygon zu Porygon 2 entwickeln. Das ist natürlich erstmal der erste Schritt. Und das könnten wir mit diesem Upgrade, was leider zu spät kommt. Denn unser Porygon, wie wir gerade gesehen haben, ist auf der Todesbox. Aber hey, für den unwahrscheinlichen Fall, dass wir vielleicht nochmal ein Porygon finden, können wir das Upgrade ja vielleicht dann benutzen. Yippie-ai-yay. Was ich noch gucken wollte, Stella trägt das Mystic Water, okay, als Item. Den Magneten brauchen wir natürlich dann erstmal nicht. Genauso wenig wie das Upgrade aktuell. Oh man. After a long walk in the mountains to find a Pokémon Center, when you are just about to fall flat, then it feels like you are in paradise. Ich fühle mich gerade überhaupt nicht in paradise. Zu viel ist hier heute schon passiert. I have always wanted to catch my first Pokémon at the Safari Zone. Dann mach das doch. Blödes Gehör, tut mir leid. Hallo Beautyfly, Flu Flu. Safari Zone. It makes me feel like I'm in a foreign country. It brings up a strange feeling. Ich will kein strange feeling, ich will a good feeling. Oh, do you want to buy something? Can you wait while I get it ready? Just a minute. 10 minutes later. Welcome, what do you need? Was hast du denn? Finsterbälle und Netzbälle? Und guck mal, wir haben exakt 85.000 an Geld, an Money, an Poké-Dollar. Aber die Zahl können wir noch ein bisschen erhöhen, glaube ich. Denn jetzt haben wir exakt 90.000. Das Nugget brauchen wir nun wirklich nicht. Ansonsten haben wir, glaube ich, gerade nichts zu verkaufen. Bälle behalten wir natürlich, TM sowieso. Das war's dann auch schon. Jetzt, wo ich gerade den Bärenpott sehe, den können wir natürlich auch nochmal begutachten. Und ein paar Bären pflücken, hoffentlich. 2 Zitrobären. 2 weitere Zitrobären. Was haben wir hier noch? Ach, Lumberries, stimmt, die habe ich auch eingepflanzt. Sind auch nicht verkehrt. Und dann können wir natürlich auch gleich nochmal ein paar neue Beeren einpflanzen.
Mittlerweile sieht das gar nicht mal so schlecht aus, was die Bärenanzahl angeht. Eine weitere Zitrusbeere kann, denke ich, nicht schaden. Direkt daneben pflanzen wir eine weitere Beere. Zitrusbeere natürlich und ich glaube auch zwei Lumberries. Ja, wir machen auch nochmal dasselbe Spiel. Zwei Lumberries gesellen sich noch dazu. Jetzt, wo ich die Sinebären gerade sehe, wir müssen nochmal zur Mumu Farm, oder wie die auch immer hieß, um das eine Miltank mit Sinebären noch voll zu stopfen. Ich meine zu heilen natürlich. Müssen wir die jetzt noch gießen? Ne, sind glaube ich schon gegossen. Gut, die Pflanzen sind glücklich. Zumindest ist hier irgendjemand oder irgendetwas möglich. Pflanzen haben auch Gefühle. Safari, Safari, it is so much fun. Safari, Safari, so interesting, huh? So many Pokémon are waiting for us. That's a song I made up. Achso, das war komplett ein Song. Habe ich jetzt nicht so erkannt. Sorry. I see it when I'm in the Safari Zone. Schön für dich, Junge. I've decided to carry Pokémon drinks. This will be new to me, but I will do my best. Welcome, what do you need? Am besten ein paar Drogen, die Pokémon wiederbeleben können. Aber sowas hast du nicht, nicht wahr? Danke für nichts. So. Farbigel, moin. Hä? Es ist ein schweigsames Farbigel. I'm not a talker. Okay. Dann talke halt nicht mit mir. Soll mir auch egal sein. There are many Pokémon to choose from, but nothing beats the cuteness of Slowpoke. People often say that I look like one. Ja, die Ähnlichkeit ist verblüffend ähnlich. One? Gut, Freunde, dann gehen wir doch mal in die Safari-Zone, wo wir hoffentlich zum Dank, dass wir die Safari-Zone vor Team Rocket gerettet haben und dabei einige unserer Pokémon gestorben sind, ein paar Ersatz-Pokémon zumindest fangen dürfen. Hossa! Thank you for defeating Team Rocket! What a nightmare. I owe you my gratitude. Now, if I can resume what I was going to say. Hi, I have been waiting for you. What do you think? This is a brand new Safari Zone. By the way, I just had an idea. Would you like to take the owner aptitude test? Ach, stimmt. Der wollte uns ja so einen Eignungstest im regulären Spiel unterziehen, wo wir einen Kleinstein für ihn fangen müssen. Wir nehmen es einfach mal an, auch wenn wir wahrscheinlich keinen Kleinstein fangen werden. Right on! Let me explain how the test works. It's very easy. All you have to do is catch one Geodude as a safari and throw it to me. They are in the grass closer to the entrance. It shouldn't take long before you catch one. Good luck. Frage ist, müssen wir das machen? Ich glaube nicht, oder? Wir können auch so in die anderen Areale, hoffe ich zumindest. Denn, und das mal ganz kurz zu erklären, ich werde das mit der Safari-Zone so handhaben, dass wir pro Gebiet ein Pokémon fangen dürfen. Ich weiß gar nicht, ob es 6 oder 9 Gebiete gibt. Auf jeden Fall pro Gebiet dürfen wir eins fangen, aber wir dürfen nur immer ein Pokémon, das wir in der Safari-Zone gefangen haben, gleichzeitig im Team haben. Also nur maximal 1, 2 sind nicht gleichzeitig im Team erlaubt. Hi, is it your first time here at the Safari Zone? Yep. At the Safari Zone, you can enjoy a Safari game where you are given 30 Safari Balls to try to catch Pokémon. When you have run out of Safari Balls, ich kann das Wort Safari schon nicht mehr sagen. The game is over. When you see a Pokémon, you can choose to throw bait or mud. Genau, das typische entweder Köder oder Matsch schmeißen. Matsch erhöht die Fangchance, aber erhöht auch gleichzeitig die Möglichkeit, dass das Pokémon flüchtet. Und beim Köder ist das andersrum. Der Köder verringert die Fangchance, aber erhöht die Chance, dass das Pokémon verringert die Möglichkeit, dass das Pokémon flüchtet. So herum. Alles andere wäre ja unlogisch. I'm sorry, but this can't be used yet. Warden Baoba has a great plan for this machine. Or so he says. But even we don't know what it is. It's a secret.
Ja, stimmt, da konnte man, glaube ich, später die ganzen Gebiete irgendwie mischen. So irgendwie etwas war da, glaube ich. Hier haben wir noch eine Karte. Wunderschön. Was steht daneben? Gar nichts steht auf dem Schild. Was bist du für ein Dude? Reception. Would you like to know about the Safari Zone Link? Nee, hier kann man also, oder könnte man theoretisch auch online auf Safari gehen. Interessant. Aber wir benutzen mal den regulären Eingang. Welcome to the Safari Zone. For just 500 Pokédollar, you can play the Safari Game. Dann machen wir das nochmal. Would you like to play? Yay! Deswegen sind wir hier. Was mich aber trotzdem interessiert, was bekommt man, wenn man bei Oba einen Kleinstein zeigt? Wenn es wirklich ein brauchbares Item ist, würde ich fast sagen, einfach nur wegen Item wegen, könnten wir ja so zum Spaß einen Kleinstein fangen, was wir natürlich dann nicht benutzen dürften. So, das ist die Safari-Zone. 30 Pokebälle haben wir, 30 Safari-Bälle. Was ich mich jetzt gerade frage, wie viele Zonen gibt es hier? Ich glaube, es sind 6, oder? Wir gehen mal kurz ganz nach oben, ohne ins Gras zu laufen. Ja, es sind insgesamt 6 Zonen. Ich würde sagen, wir fangen unten links an. Das Spiel leckt gerade so ein bisschen, kann das sein? Also die Musik zumindest. Aber ich hoffe, im Stream läuft alles einigermaßen flüssig. Wir könnten hier theoretisch auch angeln oder surfen. Aber nee, machen wir nicht. Okay. Dann auf ins Gras. Wünsch mir Glück. Denn Safari-Zone hat auch ein Stück weit mit Glück und Pech zu tun. Wir können die Pokémon hier nicht schwächen. Wir haben nur die Auswahl zwischen Matsch werfen, Köder werfen oder ein Pokéball werfen. Zone Nummer 1 ist ein Smogon, allerdings Dupes Claws. Das müssen wir also nicht fangen. Und von der Claws mache ich hier Gebrauch. Und suchen etwas Neues. Dreimal darf ich das jetzt noch machen, die Dupes Claws nutzen. Und die werde ich tatsächlich nochmal nutzen. Felino. Wir haben ja gerade ein Felino bzw. seine Entwicklung im Team. Ein Shiny Morlord. Zweimal darf ich die Dupes Claws noch einsetzen. Ich hoffe, hier gibt es auch ein paar andere. Es wird knapp. Smogon, Dupes Claws nochmal eingesetzt. Und einmal dürfen wir jetzt noch. Und wenn wir jetzt wieder von der Dupes Claws Gebrauch machen. Das Gebiet hier ist auch doof, ne? Ist so ein Moorgebiet. Wenn wir davon jetzt nochmal Gebrauch machen müssen. Oh Gott. Müssen wir das nächste fangen. Das nächste müssen wir fangen. Wir könnten natürlich angeln, aber wir haben momentan genug Wasser-Pokémon mit Starmie und Morlord, sogar 2 im Team. Okay, dann der nächste Encounter, it is. Gibt es hier noch irgendwas anderes? Anscheinend nicht. Ein weiteres Felino. Also wir haben irgendwie nicht wirklich Glück. Wir werfen mal direkt einen Ball. Wenn ich jetzt nicht drin bleiben sollte, ist das halb so tragisch. Aber hey, wir haben schon mal ein Ersatz-Felino. Sollte unserem Morlord etwas passieren. Und natürlich geben wir den weiblichen Felino. Unser Shiny Morlord ist ja männlich. Geben wir einen Spitznamen. Und zwar auch an Anlehnung natürlich an Paulchen nennen wir dieses Felino Blauchen. Liest sich irgendwie komisch. Irgendwie eine Mischung aus Bauch und
Lauf und Tauchen, Lauchen, Blauchen. Aber es liest sich Blauchen, okay? Und Blauchen wurde auf PC-Box Nummer 1 übertragen. Und natürlich jetzt wieder nur rein aus Interesse. Was gibt's hier noch? Ein Mirapla. Hätte ich gerne genommen. Und jetzt kommen wahrscheinlich alle anderen Pokémon, die es hier noch so gibt, ne? Nein, Smogon. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt über Smogon mehr gefreut hätte als über Felino. Aber anscheinend gibt es hier nicht viele andere Pokémon. Komm, irgendein anderes möchte ich noch sehen. Duflor. Okay, ist ein anderes Pokémon. Accepted. Wäre natürlich schön gewesen, noch ein Pflanzen-Pokémon stattdessen mitzunehmen. Das war also das Moor-Sumpfgebiet. Jetzt das Gesteinsgebiet. Gibt es hier Sandan? Ich glaube schon, oder? Das würde natürlich für einiges entschädigen. Gibt es hier überhaupt Pokémon? Unser Encounter für dieses Gebiet. Würde ich nehmen. Magneton. Oh, bitte. Was machen wir? Schlamm oder Bait? Ich werf mal einen Bait. Ich glaube, weiterentwickelte Pokémon flüchten schneller, oder? Ist Busy Eating? Vielleicht können wir die Chance nutzen, während es etwas futtert. Ich habe keine Ahnung, wie es Nahrung aufnimmt. Das für uns zu nutzen, es hat sich befreit. Oh, is watching carefully. Oh, ich glaube, das bekommen wir nicht gefangen, oder? Oh, Magneton, ich muss es riskieren. Okay, es ist noch da. Oh, please. Oh, ich traue mich nicht nochmal jetzt Schlamm zu werfen. In diesem Run hatten wir ja noch keinen Magneton, ne? Also kein Magnetido gefangen. Nur in unserem ersten Run. Nein! Dinge sind drei. Bitte bleib drin. Wir haben ein Stahl und wir haben ein Elektro-Pokémon heute verloren. Du würdest die beiden Typen vereinen. Oh, das gibt's doch nicht. Oh boy. Please. Das ist nicht unser Abend heute. Ich bin gerade echt ein bisschen frustriert. Hier hätte es auch Ruin genau gegeben. Hey. Das wäre der Zonk schlechthin gewesen. Ein Magnetido hätte es auch getan. Und das wäre wahrscheinlich einfacher gewesen zu fangen. Oh, das ist so bitter, Leute. Und ich verwette jetzt schon wieder einen Fünfer, dass wir aus dieser Safari-Zone ohne neues Pokémon rauskommen. Okay, wir haben das Felino schon gefangen, aber das war halt nicht wirklich neu. Komm, ein Pokémon will ich hier auf jeden Fall noch sehen. Ein neues. Ein Kleinstein. Wisst ihr was? Wir fangen das jetzt einfach mal. Wir werden es nicht benutzen.
Einfach nur um zu sehen, was Baoba uns dann geben, schenken wird. Ich habe keine Ahnung. Und das bleibt natürlich direkt im Ball drin. Aber wie gesagt, das werden wir nicht nutzen. Das werden wir Baoba nur einmal gleich zeigen und dann gleich wieder in die Freiheit entlassen. Bekommt auch keinen Spitznamen. Ich hoffe, ich denke gleich dran. Komm, ein neues Pokémon hier noch. Aber so groß ist die Pokémon-Vielfalt hier anscheinend nicht, oder? Anscheinend nur 3 bis 4 verschiedene Pokémon oder verschiedene Pokémon-Entwicklungsreihen pro Gebiet. Besonders viel ist das nicht. Oh, guck mal, ein weibliches vorhin genau. Hat extra Lippenstift aufgetragen. Hallo Magneton, dich hätte ich sehr, sehr gerne gehabt. Ja, aber viel mehr scheint es hier nicht zu geben. Magnetilo, Magneton, wohin genau? Kleinstein. Viel mehr gibt es hier anscheinend nicht. Ich weiß, ich verschwende hier übrigens ein paar Schritte. Aber kein Problem, wir gehen auf jeden Fall dann noch ein zweites Mal in die Safari-Zone rein. Aber mehr scheint es hier echt nicht zu geben. Einmal noch. Und dann gehen wir weiter. Ne, besonders groß war die Vielfalt hier nicht. Magnetilo, Magneton wäre schon das Coolste gewesen. So, das sieht hier nach einer sandigen Gegend aus. Hier könnte es auf jeden Fall Sandern geben. Würde ich auf jeden Fall auch gerne nehmen. Und sein Counter für Zone Nummer 3. Magnetilo, Chance Nummer 2. Ach boah, Leute, was ist denn los? Und seht ihr es, wir haben jetzt noch 21 Safari-Bälle übrig. Und da ist mir gerade ein fetter Stein vom Herzen gefallen. Und ich habe gerade 5 Euro, die ich gewettet habe, verloren. Wir kommen doch mit einem neuen Pokémon hier zumindest raus. Mit einem sehr guten, mit Magnetilo. Im ersten Run, stimmt, hatten wir es Alpha genannt. Weil wir es auch in den Alpha-Ruinen gefangen haben. Ich muss mal ganz kurz etwas nachschauen, Leute. Ganz kleinen Moment. So. Einmal wieder zurück. Sorry für die Unterbrechung. Ja, das erste hatten wir Alpha genannt. Deswegen dementsprechend nennen wir es Beta. Die Beta-Version. Alpha, Beta, Gamma und so weiter. Und passt ja auch im doppelten Sinne, weil es das zweite Magnetilo. Okay, das erste war ein Magneton, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Beim zweiten Fangversuch hat es also funktioniert. Willkommen Beta. Ein sehr, sehr solides Pokémon, das wir hier in dieser Edition auch zu Magnezone theoretisch entwickeln können. Ich habe zwar keine Ahnung, wie das hier funktioniert, aber wir hätten die Chance. Was gibt es hier noch zu fangen? Jetzt bin ich auf jeden Fall schon wieder ein bisschen glücklicher als noch vor 5 Minuten. Ibitak hätte es hier gegeben. Wäre aber Dupes gewesen. Ein Habitak besitzen wir ja schon. Und ich überlege gerade, sollte es hier Sandan geben? Willst du mich gerade trollen? Hallo, Shiny Magnetilo. Okay. Dürfen wir fangen? Ist ein Shiny Pokémon. Let's go.
Ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Magneton wollte nicht, aber dann hat das Spiel sich so gedacht, hier bekommst du ein Magnetido und bekommst sogar noch ein zweites gratis dazu, das sogar ein bisschen schimmert. Und uns allen dürfte jetzt klar sein, wie dieses Magnetido heißt. Hallo? Gamma. Alpha, Beta, Gamma. Was geht hier gerade ab? Ich wollte gerade sagen, vorschlagen. Was passiert, wenn wir hier noch einen Sandan finden? Viele PokéTuber, viele Streamer, die Pokémon Nuzlocke spielen, haben ja noch so eine Sonderregel, wenn ihr Lieblings-Pokémon auftauchen sollte, dass sie das auch fangen dürfen. Bei mir wäre es halt Sandan. Ich habe diese Regel zwar jetzt nicht in meinem Regelwerk verankert, aber was würdet ihr sagen? Wenn wir einen Sandan begegnen, dürfte ich das fangen? Leider ist gerade heute im Chat nichts los. Onix hat es hier auch gegeben. Da bin ich sehr froh um das Magnetido. Leider ist genau heute sehr wenig los im Chat. Das war die letzten Male eigentlich immer wesentlich besser. Ich glaube, viele streamen aber auch selber oder schauen andere Streams, was völlig verständlich ist. Aber ich hoffe natürlich, dass ein paar Leute das vielleicht noch im Nachgang auf YouTube oder eben auf Twitch nachschauen. Ihr seid an dieser Stelle natürlich herzlich gegrüßt. Aber wie groß war jetzt gerade der Zufall, dass da auf einmal noch ein Shiny Magnetido hinterherkommt? Okay, ich weiß gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll. Immerhin haben wir dadurch die doppelte Chance, dass zumindest eins der Magnetidos auch noch ein gutes Wesen hat. Und hoffentlich eins davon gut verwendbar ist. Also eins werden wir definitiv ins Team aufnehmen. Mal gucken, welches das sein wird. Auch hier scheint es nur Magnetidos, Onyxe. Was ist die Mehrzahl von Onyx? Onyxe. Und Ibitak zu geben. Wahrscheinlich noch Habitak. Onyx ist auf jeden Fall auch ein häufiger Encounter. Und Ibitak scheint der Rare Encounter in diesem Gebiet zu sein. Sind das echt nur drei verschiedene Pokémon-Arten pro Gebiet? Sind das sogar die Original-Pokémon? Was zur Hölle geht hier ab? So macht Safari-Zone auf jeden Fall Spaß. Hey, Yosafari. Hey, Yosafari. Hallo, Shiny Onyx. Du hast eine ungesunde Lebensfarbe, wenn man... Oder Haut... Kann man Hautfarbe bei Onyx sagen? Du hast eine ungesunde Steinsfarbe. Das dürfen wir natürlich laut Regelwerk auffangen. Let's try it. Glitzer, Glitzer. Natürlich muss es nochmal flexen. Und es flüchtet. Okay, das wäre des Guten vielleicht auch zu viel gewesen. Alter, was geht hier ab? Es ist bis jetzt die ereignisreichste Safari-Zonen-Jagd meines Lebens, muss ich dazu sagen. Das Shiny Onyx ist geflohen. Okay, gehen wir ins nächste Gebiet. Gebiet Nummer 4. Was auch hier so ein bisschen sumpfig aussieht. Ich weiß wirklich nicht, was da gerade passiert. Die Zone da unten rechts ist uns auf jeden Fall gut gesonnen. Die Zone hier wiederum nicht so besonders. Ein Visor. Wir haben bis dato noch keins gefangen, ne? Auch kein Visinior. Sprich, das ist unser Encounter für Gebiet Nummer 4. Versuchen wir es zu fangen.
Es bleibt immerhin drin. Freut mich. Für den Fall, dass wir später mal auf einer anderen Route noch einen begegnen sollten, müssen wir es da dann nicht mehr fangen. Kann also auch nicht schaden. Das Scout-Pokémon. A very cautious Pokémon. It raises itself up, using its tail to get a better view of its surroundings. Ich glaube, Visinua ist, die Weiterentwicklung von Visua ist ja auch mittlerweile zu einem richtigen Meme-Pokémon geworden, ne? Da gibt es ja diverse Videos auf YouTube, wo es dann einfach stundenlang irgendwo drum herum läuft. Mit dieser wunderschönen, schilligen Pokémon-Musik im Hintergrund. Richtige Fahrstuhlmusik, wo es dann auch noch auf dem Fahrstuhl läuft die ganze Zeit. Wie nennen wir ein weibliches Visua? Sind wir ehrlich, es wird höchstwahrscheinlich nie den Weg ins Team finden. Wieso haben wir dich gefangen? Ich habe keine Ahnung, aber mir ist gerade spontan der Name Sui in den Sinn gekommen. Ich weiß nicht warum. Das war einfach so eine Eingebung. Jetzt ohne Scheiß. Nenn es Sui. Ich habe keine Ahnung, aus welcher Serie, aus welchem Anime ich gerade eine Sui kenne. Aber der Name kommt mir so komisch vertraut vor. Komm, nicht großartig rumüberlegen. Sui wird auf die PC-Box übertragen. So, was hätte es hier sonst noch gegeben? Bitte jetzt kein mega gutes Pokémon, sonst bin ich traurig. Nein, du bist jetzt nicht unbedingt das Pokémon, von dem ich behaupten würde, yo, du bist mega gut. Traumato, okay, wäre Dupes gewesen. Das ist ein sehr komisches Gebiet hier. Ist das hier so das Zonk-Gebiet? Kann das sein? Nein, das ist kein Zonk-Gebiet. Hier hätte es Kramurks gegeben. Wahrscheinlich das Rare-Pokémon, oder? Das vielleicht sogar nur nachts auftaucht. Weezer ist auf jeden Fall der Encounter, der hier am häufigsten vorkommt. Traumato. Sag mir nicht, dass sich die Grasflächen sogar unterscheiden. Dass man hier in dieser kleinen Grasfläche andere Pokémon fangen kann. Okay, hier kommt auf jeden Fall Hypno. Die bis hier oben seltenere. Ist das wirklich so? Ist das jetzt gerade Zufall? Nee, ich glaube nicht. Visua taucht hier auch auf. Visinua gibt es hier wahrscheinlich auch noch. Oh, Kramurks wäre natürlich auch cool gewesen, ne? Sind es echt nur 3 verschiedene Pokémon pro Gebiet? Finde ich echt ein bisschen strange. Okay, hier hätten wir auch surfen können. Einfach mal aus Jux und Dollerei. Was hat es hier sonst noch so gegeben? Per Surfer? Goldini, okay. Das wäre jetzt auch nicht der Mega-Gau gewesen. Oh, Kramurks, das schmerzt. Ne, okay, dann sind wir hier in dem Gebiet auch fertig. Auf zu Gebiet Nummer 5. Ich weiß gar nicht, wie man das Gebiet hier bezeichnen kann. Auf jeden Fall auch etwas bergig mit ein paar Bäumen in der Mitte. Keine Ahnung. Suchen wir hier unser Encounter. Zubat. Wäre Dupes? Aber ich wäre ehrlich gesagt nicht abgeneigt, noch ein zweites Zubat zu fangen. Aber suchen wir erstmal weiter. 3-mal dürfen wir jetzt noch die Dupes Claws einsetzen. Ähnlich wie bei Felino vorhin der Fall. Was gibt's hier noch? Golbat. Auch okay. Also da wäre ich jetzt auch gar nicht so böse drum, wenn wir hier noch ein Zubat fangen oder Golbat fangen könnten.
Zweimal dürfen wir noch. Zubat again. Jetzt dürfen wir noch einmal. Und danach zählt es. Wir wechseln mal das Grasfeld. Radfratz, ebenfalls Dupes. Dann wäre mir ein Zubat doch wesentlich lieber. Das nächste Pokémon müssen wir fangen. Wahrscheinlich gibt es hier auch wieder einen Rare Encounter. Okay, es ist ein Zubat. Ist okay. Denke ich. Wir werden es versuchen zu fangen. Ein neuer Fledermausfreund. So hoffe ich. Es bricht aus. Komm, ich probiere nochmal einen Ball. Sollte es wieder ausbrechen, schmeiße ich Matsch in seine nicht vorhandenen Augen. Okay, er watcht immer noch carefully. So, dann watch mal das. Oh, und es ist angry. Dadurch sollte sich die Fangchance jetzt erhöhen. Level 17. Ein weibliches Zubat. Dürfen wir unser eigen nennen. Okay. Ich bin bis dato doch zufrieden, muss ich sagen. Kramurks wäre natürlich noch der Oberhammer gewesen. Und ich kann mich daran erinnern, in unserem ersten Durchrun hatten wir... Durchrun ist schon richtig. Hatten wir doch unser Zubat Corona genannt, ne? Und ich würde sagen, wir könnten es ein bisschen anders nennen. Müsste doch passen, oder? Denn dieses Zubat ist Anti-Corona. Wow, Kreativität wieder on its best. Meine Ideen sind wieder so mega toll. Anti-Corona ist jetzt auch auf der PC-Box. Sehr, sehr schön. Aber, was ich überhaupt noch nicht geguckt habe, ich glaube aber nicht, dass es hier seltene Items vor allem, dass es hier versteckte Items gibt, oder? Nee, komm, probieren wir auch gar nicht rum. Ich würde aber trotzdem noch gerne wissen, was hier der Rare Encounter in diesem Gebiet wäre. Zubat ist es definitiv nicht. Das konnten wir schon feststellen. Vor allem nur weibliche Zubats, oder? Bis dato. Und jetzt kommt natürlich aufs Stichwort ein männliches. Aber hier gibt es doch noch was anderes als Zubat, Golbat und Radfratz, oder? Oder auch nicht? Ist das hier ein reines Zubat-Gebiet? Es sieht fast so aus. Oder wir suchen jetzt so lange, bis wir noch ein Shiny-Zubat finden. Ich dachte schon fast, es kommt jetzt. Aber am heutigen Abend will ich tatsächlich gar nichts mehr ausschließen. In der Safari-Zone ist alles möglich. Everything is possible in the Safari Zone. Sag mal, nur noch männliche Zubats. Jetzt wollen die mich aber hart triggern, oder? Oh, stellt euch mal vor, jetzt kommt ein Shiny Radfratz. Dann flüchte ich heulend, schreiend aus der Safari-Zone. Gibt es hier wirklich nichts anderes? Was ist das für ein bescheidenes Gebiet, ey? Oder vielleicht gibt es hier nur tagsüber etwas anderes? Oder ist es wirklich ein Ultra-Rare-Encounter? So, zwei Versuche noch. Wenn dann nichts Neues, nichts anderes kommt, gehen wir in die letzte Zone. Ich habe keine Ahnung, wie viele Schritte wir bei The Way noch haben. Wir sind ja schon relativ viel gelaufen. Okay, Magneton wäre hier noch der Rare Encounter gewesen. Magneton und Magnetido gibt es hier relativ häufig. Schweben hier durch die komplette Safari-Zone herum. Das sieht mir nach Waldgebiet aus.
Da oben ein schöner Zaun, da geht's nicht weiter. Sprich, hier könnten wir vielleicht noch ein schönes Pflanzen-Pokémon fangen. Wovon wir auch nicht so viele haben. Wir haben Bisasam als Present-Pokémon. Und ansonsten eigentlich nur Knuffenser. Mal gucken, unser Encounter für das sechste und letzte Gebiet. Gerade sprachen wir von dir, Knuffenser. Du bist Jukesfloss. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass nicht viermal nacheinander nochmal ein Knuffenser kommt. Das wäre leicht ärgerlich. Aber nur ganz leicht. Knuffenser Nummer 2. Zweimal dürfen wir noch die Dukesclaws benutzen. Hallo Nebulak! Wir haben im letzten Stream ein Geist-Pokémon verloren. Und das würde ich gerne mit dir auffüllen, diesen Spot. Was? Ich habe nicht geschrien. Ich bin extra gerade ein bisschen vom Mikro zurückgetreten, damit ich nicht komplett übersteuere. Okay, Freunde, wir haben, ich jetzt echt nicht gedacht, in der Safari-Zone richtig gute Encounter gefangen. Ich sagte vorhin ja, kein Pokémon ist 1 zu 1 ersetzbar, aber wir haben hier gute Ersatzleute, gute Ersatz-Pokémon für unser Team gefunden. Aber wie nennen wir ein weibliches Nebulak? Einen weiblichen Geist, das im Bestfall ein Gengar später wird. Bei mir herrscht gerade gehende Leere im Kopf. Kennt ihr das? Wie in einer Wüste, wenn dieser Heuballen da einfach herumfliegt. Genauso sieht es bei mir gerade im Kopf aus. Total trostlos. Ich habe keine Idee, wie nennen wir denn ein weibliches Nebulak. Ich glaube, das werde ich tatsächlich Offscreen benennen. Denn Offscreen muss ich auf jeden Fall ein bisschen trainieren. Mit einem Blick zur Uhr. Ich glaube, wir werden heute sogar ein bisschen früher Feierabend machen. Denn so viel bleibt uns, glaube ich, nicht mehr zu tun vor der Arena. Und Level Cap, kann ich mal bei The Raider zusagen, ist 40. Ein bisschen trainieren dürfte ich also noch. Und Traumvogel wäre auch cool gewesen. Aber ich bin mit Nebulak mehr als zufrieden. Aber auch ein Traumagier wäre ziemlich cool gewesen. Geist-Pokémon sind immer cool. Hat man immer gerne im Team. Und damit haben wir, glaube ich, auch schon alle Encounter in diesem Gebiet gesehen. Nebulak, Alpollo, Knuffenser, wahrscheinlich Utrigaria und Traumvogel wird vermutlich der Rare-Encounter hier sein. Gut, dass wir ein Nebulak statt Alpollo gefangen haben. Denn Alpollo wäre schwerer gewesen zu fangen, gehe ich mal stark von aus. Und wie viele Schritte habe ich denn noch? Ich habe keine Ahnung. Wir könnten natürlich theoretisch schon beenden. Kann man hier irgendwo sehen, wie viele Schritte wir noch haben? Retire. Ne, kann man nicht nachsehen. Ich laufe einfach nochmal ein bisschen durchs Gras. In der Hoffnung, dass wir hier noch ein Shiny-Pokémon begegnen. Hey, es hat schon zweimal heute geklappt. Zwar in einem anderen Gebiet, aber hey. Ich laufe hier nochmal eben so lange rum, bis unsere Schritte ausgehen. Und die Musik hört sich übrigens auch sehr witzig an im Speed-Modus. Okay, für einen Rare-Encounter kommt Traumflugbier relativ häufig. So, Kopfnuss können wir übrigens nicht bei den Bäumen einsetzen. Hätten wir das auch geklärt. Jo, Traumvogel kommt sogar relativ häufig. Hallo, Alpollo.
Hat der Typ am Anfang gesagt, wie viele Schritte wir zur Verfügung haben? Oder müssen wir unsere Safari-Bälle komplett benutzen? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Hätte ich dem Typen doch mal zugehört. Eigentlich juckt es mir gerade in den Fingern nochmal in das Gebiet 3 unten rechts hinzugehen. Ob wir vielleicht sogar noch ein Shiny-Pokémon finden können. Magnetido, Onix und was gab's da noch? Ach, Ivitak gab's da noch. Nee, okay, dann bleiben wir lieber hier in dem Gebiet. Und hoffen, dass wir vielleicht doch noch ein Shiny finden. Wobei, apropos Shiny, das nochmal zu meiner Shiny-Regel. Die beinhaltet ja, dass wir zwar jedes Shiny-Pokémon fangen dürfen, wir aber insgesamt während des gesamten Let's Plays, während des gesamten Nuzlocks, der gesamten Nuzlocke, nur 3 Shiny-Pokémon von diesen benutzen dürfen. Und mit Morlord haben wir ja schon 1 dieser gefangenen Shiny-Pokémon eben verwendet. Sprich, wir dürfen nur noch 2 weitere Shiny-Pokémon benutzen. Was wiederum heißt, sollten wir uns dazu entscheiden, Magnetido auch zu benutzen, das Shiny Magnetido, dürfen wir nur noch 1 weiteres im gesamten Spielverlauf benutzen. Nachtara ist da die Ausnahme, da Nachtara ja in erster Linie als Present, als geschenktes Pokémon zählt. Da spielt es keine Rolle, dass es Shiny ist, wobei ich mich aber natürlich freue, dass es ein Shiny Pokémon ist. So langsam habe ich aber auch keine Lust mehr, hier Shiny zu hunten. Aber ein bisschen Zeit muss ich irgendwie noch rumkriegen. Ich denke, heute werden wir tatsächlich so gegen 22 Uhr schon Feierabend machen. Aber ich denke, jetzt sollte es reichen. Wir gehen raus aus der Safari-Zone. Ja, ich hätte das auch über das Startmenü machen können. Aber nö, wir laufen zu Fuß. Achso, und er hat gerade gesagt, dass wir noch Safari-Bälle haben. Lag es tatsächlich daran, dass wir noch die Bälle hätten verwenden dürfen, müssen, wie auch immer. So, Jack hat uns in der Zwischenzeit wohl auf die Mailbox gequatscht, soll uns aber egal sein. So, müssen wir das Kleinstein, das wir gefangen haben, im Team haben? Wahrscheinlich ja, ne? Ja, wir müssen es im Team haben. Gibt's hier... Hier gibt's nicht mal eine PC-Box. Müssen wir also erstmal ein paar Meter weiterlaufen ins Pokémon Center. Da oben links war gerade noch ein Dude. Habe ich mit denen gequatscht gehabt? Ich glaube nicht, ne? Machen wir natürlich gleich auch noch. Das holen wir alles nach. Habe ich den echt übersehen? Wir schauen uns unsere neuen Teammitglieder gleich an. Ich will mal ganz kurz erstmal das Kleinstein schnell vorzeigen. Wahrscheinlich bekommen wir nur einen Ewigstein oder irgendwie sowas. Wahrscheinlich nichts von wirklicher Bedeutung. Wahrscheinlich müssen wir das Geodude auch noch an erster Stelle haben. So, damit du es auch siehst, da ist es, das Geodude. Oh, wonderful, you've caught a Geodude. You've passed the first test. Ach, leck mich doch am Arsch. Huh? Didn't I tell you that there are 2 tests? Nein. That's right, becoming an owner is not that easy. The second test is... Well, I'm still preparing for it. I will let you know once it's ready. You need to wait just a little. I will call you with a Pokégear. Na, vielen Dank. Ich denke mal, dann wird diese Maschine hier zum Einsatz kommen. Ich habe keine Ahnung, was wir als zweiten Test machen müssen. Wahrscheinlich ein anderes Pokémon fangen. Aber da kommt mir gerade der Gedanke, gibt es doch noch verschiedene Gebiete? Wenn wir also den zweiten Test irgendwann mal machen und den schaffen, gibt es neue Gebiete in der Safari-Zone und dementsprechend dürfen wir noch mehr Pokémon fangen? I'm not sure. Wo ich mir aber sicher bin, dass wir das Kleinstein jetzt einmal releasen und Scaraborn erstmal wieder mitnehmen. Hoppala. Und dann gucken wir uns mal die neu gefangenen Pokémon an. Angefangen bei Felino. Das ein wesentlich besseres Wesen hat als
Paulchen, unser Blauchen, hat nämlich ein Relaxed Nature, was auch die physische Verteidigung erhöht. Allerdings wird nicht sein Angriff gesenkt, sondern seine Geschwindigkeit, die sowieso nicht vorhanden ist. Und auch er, beziehungsweise sie, hat die geheime, die versteckte Fähigkeit Unaware. Goddammit. Okay, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Felino-Ersatz, den ich hier auf jeden Fall auf der Ersatzbank lassen werde, sollte unserem Paulchen mal etwas passieren. So, jetzt die beiden Magnetidos. Und holy shit. Modest Nature, liebe Freunde. Angriff runter, Spezialangriff nach oben. Normalerweise wäre Sturdy auch noch eine mega geile Fähigkeit. In dieser Gen ja leider noch nicht so gut. Schützt uns nur vor K.O.-Attacken. Aber nichtsdestotrotz, allein wegen des Wesens. Thumbs up! Okay, das ist Entschädigung für einiges, was so in den letzten beiden Streams passiert ist. Also das Magnetido, unser Beta, werden wir definitiv trainieren. Das Ding ist, ich würde auch gerne eigentlich das normale Felino gegen das Shiny Felino tauschen. Allerdings haben wir jetzt schon Paulchen im Kampf benutzt und deswegen greift da natürlich die Shiny-Regel, dass wir es schon als das erste benutzte Shiny-Pokémon zählen müssen. Deswegen, ich glaube, ich lasse es trotzdem deswegen mal drin. Und unser Shiny Gamma. Unser Shiny Magnetido hat ein Mild Nature, was ebenfalls den Spezialangriff erhöht. Aber die Defense sinkt. Ist jetzt nicht das perfekte Wesen, aber auch nicht schlecht. Aber Modest ist natürlich ein Ticken besser. Hat logischerweise die gleichen Attacken, aber die andere Fähigkeit, Magnet Pull. Damit können nämlich andere Stahl-Pokémon vor Magnetido nicht flüchten. Und das wäre ziemlich cool, zum Beispiel, wenn wir einen... Boah, wie heißt das Pokémon, das nur Bodycheck kann? Die erste Entwicklung von Metagross. Tarnhill. Wenn wir einen Tarnhill begegnen sollten und zufälligerweise Magnetido dabei haben, wäre das schon ziemlich cool. Wobei, was laber ich da? Vergesst, was ich gesagt habe. Denn irgendwie kam ich gerade auf den Trichter, dass Tarnhill flüchten könnte, aber kann es ja gar nicht. Es kann sich nur selbst K.O. schlagen mittels Bodycheck. Deswegen... Vergesst, was ich gesagt habe. Aber das Magnetido, nicht schlecht. Es kommt erstmal auf die Shiny Box natürlich. Gesellt sich zu Rettern Yinnis und Zahn um Zahn dem Shiny Radikal. Auf jeden Fall sollte unserem anderen Magnetido etwas passieren. Auch ein guter Backup. Genau wie bei Felino, bloß andersrum mit der Shiny, nicht Shiny Geschichte. So, dann haben wir noch Sentret, unsere Sui, mit einem Dossier Nature, ein neutrales Wesen, Keen Eye als Fähigkeit. Boah, die Attacken, boah, okay. Es ist halt da. Und du kommst erstmal mit auf die Tribüne, die sich auch langsam mehr und mehr füllt. So, dann Zubat. Relaxed Nature. Semi-optimal. Speed geht nach unten. Okay, man kann jetzt wiederum sagen, X-Bart ist sowieso ein sehr schnelles Pokémon. Da ist das vielleicht gar nicht so entscheidend. Und die Defense geht nach oben. Deswegen kann ich sogar auch mit dem Wesen noch einigermaßen leben. Wäre auf jeden Fall auch eine gute Option, ins Team zu nehmen. Wobei wir natürlich mit Aerodactyl gerade ein sehr gutes Flug-Pokémon haben. Und mit Porenta auch noch eine weitere Flugoption. Und zu guter Letzt Nebulak. Mit einem Serious Nature müsste ein neutrales Wesen sein. Kann ich auch sehr gut mitleben. Levitate als Fähigkeit. Sehr guten Spezialangriff. Sehr gute Init. Das sieht doch
auch sehr gut aus. Level 17. Oh ja, da muss ich offscreen auf jeden Fall einiges trainieren. Felino kommt erstmal auf diese Position. Ah, das Wesen, das ist so gut, relaxed. Besser als Bolt. Oh Mann. Auf jeden Fall muss ich so oder so offscreen einiges trainieren. Nebulak und Magnetilo haben jetzt zwei weitere sehr gute spezielle Angreifer im Team. Wenn man unser aktuelles Team so anschaut, Scaraborn physisch, Aerodactyl physisch, Morlord physisch, Unona und Starmie speziell. Lactara auch eher physisch, wenn es dann mal angreift. Golbat, Porenta, Georock, die ganzen Backups sind hier auch eher alle physisch. Deswegen ist das sehr schön, dass wir noch zwei sehr gute spezielle Angreifer dazu gewonnen haben. Die werde ich dann offscreen auf jeden Fall bis zum nächsten Stream trainieren. Ich würde auch fast sagen, dass ich alle bis Level, zumindest bis Level 38 trainiere, vielleicht sogar Level 39. Denn ich weiß nicht, ob in der Arena Vortrainer auf uns warten. Denn in den regulären Pokémon-Spielen sind da zwar Vortrainer, aber die fordern einen nicht heraus. Ich weiß nicht, wie das in diesem Hack sein wird. So, Typ mit dem Pummelhof, was machst du hier? Hey, this Furry Zone is great! Dem kann ich nur zustimmen. Also ich hätte nicht gedacht, nach den beiden Kämpfen gegen die Rocket-Bosse und vor allem nach dem Rocket-Kampf im letzten Stream, dass ich hier mit so guter Laune auf einmal den Stream wahrscheinlich gleich beenden werde. Aber Laune ist gerade erheblich gestiegen. Okay, er geht einfach dem Pummelhof hinterher. Pupu! Hä, warum sagt das Pupu? Es heißt im Englischen Jigglypuff, aber sagt Pupupupu. Die Anfangssilben vom deutschen Namen. Zufall? Wahrscheinlich ja. Gut, Freunde, ich weiß gar nicht, was wir jetzt noch so großartig sonst machen könnten. Eine Sache will ich mal eben nachschauen, ob das schon möglich ist. Und zwar fliegen wir dazu nach Equitik. Ob wir da schon die Stadt Richtung Osten verlassen können? Wenn ja, werden wir dort, glaube ich, ein bestimmtes Item bekommen. Von dem ich aber gerade gar nicht weiß, ob wir das schon außerhalb von Kämpfen einsetzen können. Okay, wir können hier sowieso noch nicht vorbei. Ich glaube nämlich, die VM-Stärke können wir erst nach dem 6. Arena-Orden außerhalb von Kämpfen einsetzen, oder? Chuck ruft an, der nächste Arena-Leiter heute Abend. Hey, yo, Chuck here, what's up? Lately at my gym's waterfall device has been malfunctioning. Das sollten irgendwelche Wasserfallgeräusche sein. Sorry, while I was on the phone with you, the device broke and I just got dosed with water. I got your big ones. Things have calmed down a bit here. Der Typ hat ja Probleme. First World Problems. So, aber stellt sich trotzdem noch die Frage, was machen wir jetzt noch? Wir hätten noch theoretisch 20 Minuten, ein bisschen Zeug zu machen. Zum Beispiel ein paar Bärenbäume zu pflücken. Aber besonders spannend, behaupte ich jetzt mal, ist das auch nicht, ne? Wir könnten theoretisch vielleicht noch die Route 47 lang surfen. Da haben wir noch keinen Encounter gefangen. Wir könnten natürlich Superschutz verwenden, damit wir keinem Pokémon begegnen. Allerdings ist da natürlich die Gefahr gegeben, dass das Level der wilden Pokémon höher ist als unseres. Und dann müssten wir im Zweifelsfall das Pokémon natürlich fangen. Aber Wasser-Pokémon haben wir, glaube ich, jetzt erstmal wirklich genug. Starmie, Morlord, Ersatz-Morlord. Und vor allem haben wir jetzt endlich wieder einen Elektro-Pokémon. Luxtra verloren. Es tut trotzdem immer noch weh, Thundercat verloren zu haben. Aber dafür mit Magnetilo
einen sehr guten Ersatz. Kripok verloren, dafür kommt aber Gengar hoffentlich rein. Gengar ist natürlich auch so eine Art Glaskanone, ähnlich wie Aerodactyl zum Beispiel. Während Magnetilo die Magnetilo-Reihe natürlich auch ein bisschen was aushält. Ein bisschen sturdiger ist, ein bisschen mehr Schaden einstecken kann. Worauf ich aber hinaus will, dass wir vielleicht trotzdem noch ein etwas defensiveres Pokémon gerne gebrauchen könnten. So der Marke Bronzong oder Kripok. Aber gut, man kann nicht alles haben. Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit der Safari-Zonen-Ausbeute. Können wir sonst noch irgendetwas machen? Ich überlege und überlege. Ich muss auch gerade überlegen, welches Item wir brauchen, um die Tausch-Pokémon wie Alpollo zu Gengar. Die brauchen ja ein bestimmtes Item in diesem Hack, wo ich das herbekomme. Oder ob ich sogar schon eins habe. Ich glaube aber nicht. Ich muss herausfinden, wie wir das entwickeln können auf jeden Fall. Genauso wie Magneton später zu Magnezone, wie wir das entwickeln können. Vermutlich erst in Kanto, oder? Was wiederum natürlich auch schlecht wäre, wenn wir die ganze Zeit mit Magneton rumlaufen müssten. Und erst in Kanto die Chance haben, Magnezone zu bekommen. Das wäre auch semi-optimal. Wobei ich auch nicht glaube, dass in der nächsten Arena uns Magnetilo großartig helfen würde. Wie sieht unser Team denn für die Arena aus? Stahlarena, by the way. Mit Päuchen haben wir da ein sehr gutes Pokémon. Vermutlich wird da auch mindestens ein Magneton in ihrem Team sein. Da ist Päuchen die perfekte Antwort drauf. Firefox mit Feuerattacken natürlich gut dabei. Dann unser Heracross, unser Scaraborn als Kampf-Pokémon natürlich auch gut gegen Stahl. Nachtara einfach zum Tanken. Starmie könnte ich mir vorstellen, wäre gut gegen Stalos beispielsweise, dass sie auch hundertprozentig im Team haben wird. Wird wahrscheinlich ihr Signature-Pokémon sein. Bloß Aerodactyl, das müssen wir auf jeden Fall austauschen. Das könnt ihr vielleicht schon mal vorbereiten. Aerodactyl ist levelmäßig sowieso gerade unser stärkstes Pokémon. Zur Safari-Zone können wir übrigens auch fliegen. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Können wir sonst noch irgendetwas momentan unternehmen? Ich glaube tatsächlich nicht. Sobald wir die VM-Stärke haben, können wir nochmal in die Union Cave. Und nochmal zum Fleckmon-Brunnen. Da gab es ja noch zwei Wege, die wir nur mit Stärke erreichen können oder weiterführen können. Ich habe keine Ahnung. Wir fliegen mal kurz zur Safari-Zone. Und vielen lieben Dank, lieber Kryo, für den Raid. Ich dachte, du machst noch ein bisschen länger, aber hast dann doch früher aufgehört als ich. Wie ist denn der Rest deines Streams so gelaufen? Hast du noch den Arena-Leiter herausgefordert? Und wenn ja, wie ist es ausgegangen? Ich hoffe natürlich auf eine gute Antwort. Ansonsten, wie geht es dir? Ich hoffe immer noch gut, wie am Anfang deines Streams. Ich mache tatsächlich jetzt gar nicht mehr so lange. Wir haben heute... Heyo, wunderschönen guten Abend. Ich werde jetzt wahrscheinlich tatsächlich gar nicht mehr so viel machen. Wir haben heute mal wieder zwei wichtige Pokémon verloren. Mit Bronzong, Dabell, das ganz kurz vorher den Gyroball erlernt hat. Und vor allem, was noch schmerzhafter ist, unsere Thundercat ist ebenfalls gegen ein Sichlor gestorben, das fünfmal Doppelteam eingesetzt hat. Und ich mir immer noch nicht erklären kann, warum der zweite Fubicutter ausgereicht hat. Klar, ist sehr effektiv und so. Und ich weiß, dass die Attacke, wenn man sie nacheinander einsetzt, immer stärker wird. Aber es hat eine andere Attacke zwischendurch mal eingesetzt. Und trotzdem hat der zweite Fury Cutter so viel Schaden gemacht,
dass ich es mir nicht erklären kann, warum Luxra da gestorben ist. Arena geschafft, ohne Verluste. Na, herzlichen Glückwunsch. Dann haben wir eine das Bombenattentat überlebt und Entons vor Kopfschmerzen geheilt. Und alter Vater. Also das mit dem Arena-Orden, das ist ja gar nicht so beeindruckend. Dass ihr die Entons von den Kopfschmerzen geheilt habt, das war der größte Erfolg, das größte Achievement in diesem Stream. Die Route nach Elysis oder so. Mit dem Nebel. Ja, wie weit bist du da schon gelaufen? Da solltest du definitiv ein Pokémon mit auflockern mitnehmen. Das kann ich dir wirklich nur sehr empfehlen. Die war schrecklich. Hast du da einen diversen Doppelkampf schon bestritten? Ich glaube nämlich, das war auf dieser Route. Du bist durch, okay? Auch ohne Verlust, hoffentlich. Denn da gibt es wirklich einen Doppelkampf, der hat so schon die ein oder andere Nuzlocke komplett zerstört. Den Doppelkampf habe ich ganz gut überlebt eigentlich. Den mit Garados und Raichu, ne? Das weiß ich tatsächlich auch aus eigener Erfahrung. Da kann man schon mal ins Stolpern geraten. Auf jeden Fall schön, dass es bei dir so gut geklappt hat. Bei mir anfangs, wie gesagt, eher weniger gut. Schon im letzten Stream, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Im letzten Stream haben wir gegen ein Team Rocket Boss 4 Pokémon verloren. Garados, Igelava, ein Level vor der Entwicklung. X-Bart und Kriprock. Die sind alle gegen den gleichen Trainer im letzten Part gestorben. Und im heutigen Stream gegen einen weiteren Team Rocket Boss ist Bronzong weggecrittet worden. Und gegen den letzten Team Rocket Boss ist dann noch unser Luxtra draufgegangen. Aber bei dir läuft's ja. Es geht so. Die beiden Verluste waren wirklich schmerzhaft. Aber wir haben neue Pokémon dazu gewonnen. Nämlich in der Safari-Zone waren wir heute auch unterwegs. Ähnlich wie du. Und konnten ein paar neue Pokémon fangen. Unter anderem auch ein Felino, by the way. Aber die beiden Star-Neuzugänge sind wohl Magnetilo, ein Modest Magnetilo, das nahezu perfekte Wesen, das wir auf den Namen Beta getauft haben, und zudem noch ein Nebulak, die ich allerdings beide erstmal offscreen leveln werde. Deswegen werde ich heute auch nicht mehr so lange machen. Bevor wir in die sechste Arena gehen, würde ich gerne noch ein bisschen trainieren. Zudem haben wir noch ein neues Zubat gefangen, auf den Namen Anti-Corona getauft. Magnetilo habe ich schon immer geliebt. Ist auch einfach ein saugutes Pokémon. Dann haben wir noch einen Purenta gefangen. So im ersten Moment, als ich Purenta gesehen habe, dachte ich so, oh fuck. Why? Warum ausgerechnet diesen Lauch, den wir dann anschließend auch auf den Namen Lauch getauft haben. Aber dann kam mir wieder in den Sinn, dass Purenta hier in diesem Hack einen ziemlich guten Boost bekommen hat. Sein Attack ist wirklich nicht von schlechten Eltern und auch sein Speed. Es bleibt nach wie vor eine echte Glaskanone. Die Verteidigungswerte sind unter aller Sau. Aber wenn man Purenta ein bisschen trainiert, ein bisschen EV auf Attack und Speed gibt, dann kann das auch ein richtig gutes Viech werden. Vor allem mit den Attacken Schwertanz, Agilität, Nahkampf und Nachthieb. Das Ding hätte übrigens fast unser Luxtra gekillt, was kurz danach halt gestorben ist. Da bin ich kurz zusammengezuckt, dieser olle Lauch. Aber auch potenziell gar kein so schlechtes Mon eventuell, wobei ich Zubat da wahrscheinlich immer noch vorziehen würde. Ansonsten haben wir noch einen Ersatz Felino gefangen. Und vor allem, während wir auf Safari waren, haben wir nach einem normalen Magnetilo, es war, glaube ich, nur ein oder zwei Encounter später, ein Shiny Magnetilo noch gefangen. Das gab es einfach kostenlos noch oben drauf. Mate Nature ist nicht ganz so gut wie Modest, aber immer noch akzeptabel. Und es hat die vermutlich etwas bessere Fähigkeit mit Magnet Pull. Aber trotzdem würde ich da erstmal das normale Magnetilo
vorziehen. Ansonsten, ein Wieso haben wir noch gefangen. Nicht allzu spannend. Aber sonst war die Safari-Zone doch relativ erfolgreich. Und meine Anfangsdepression nach den Team Rocket-Kämpfen ist auf jeden Fall ein bisschen besser geworden. Mann, ich will auch mal ein Shiny. Wobei man sagen muss, in diesem Hack hier ist die Shiny-Rate erheblich erhöht worden. Normalerweise ist die Shiny-Chance ja so ungefähr 1 zu 4200, so ganz grob. Hier in diesem Hack ist die Shiny-Chance 1 zu 500. Also, oder 512 war es, glaube ich, um ganz genau zu sein. Also erheblich, erheblich größer als im normalen Spiellauf. Deswegen habe ich es mir auch zur Regel gemacht, dass ich nur maximal 3 der gefangenen Shiny-Pokémon benutzen darf. Und eins davon habe ich schon benutzt, nämlich hier das Polchen, unser Shiny Morlord. Auch ein ziemlich cooles Pokémon, hat jetzt schon Erdbeben und Nassschweif, zwei sehr coole Step-Attacken. Achso, da fühle ich mich nicht mehr so kacke. Nee, das ist tatsächlich nicht deine Schuld, das liegt hier am Spiel, dass ich hier so viele Shiny-Pokémon begegnet bin. Wir sind übrigens auch noch einen Shiny Onix während der Safari-Zone im gleichen Gebiet begegnet. Das ist allerdings geflohen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so tragisch. Da habe ich lieber das Shiny Magnetilo mitgenommen als das Shiny Onix. Wobei, ein Shiny Stalos wäre auch ziemlich cool gewesen, aber gut. Paulchen ist auch ein sehr passender Name. Ja, finde ich auch. Paulchen, unser rosa-roter Panther. Natürlich daran angelehnt. So, ich überlege jetzt eigentlich schon seit 10 Minuten, was wir noch tun können. Eigentlich nicht viel. Bis auf eine Sache, wir können noch mal eben gucken. Das weiß ich nämlich nicht, ob es hier Vortrainer in der Arena gibt. Und die Frage ist, will ich das wirklich herausfinden? Einen Kampf könnten wir wohl machen. Unona und Morlord im Team, das sollten wir schaffen. Im regulären Spiel gibt es hier zwar Trainer in der Arena, aber die wollen nicht kämpfen. Mal gucken, wie es mit dem hier aussieht, ob sie hier in diesem Hack kämpfen wollen. Oh, you would come here? Thank you for helping the gym leader, but battle is a separate matter. Okay, die wollen anscheinend hier doch kämpfen. Ja, unterhalte mich! Hey, schrei nicht so. Go for it! Hä? Achso, ich dachte, er will jetzt kämpfen. Okay, die Vortrainer wollen hier im Hack also auch nicht kämpfen. Aber heute werden wir definitiv nicht mehr Jasmin, die da oben steht, herausfordern. Da ist dann doch noch ein bisschen Training notwendig. Nach den Verlusten heute von Luxtra und Bronzong. Es tut immer noch ein bisschen weh. Aber wir haben, ich sag's gerne nochmal, passende Ersatzleute gefunden, die ich jetzt auch schon mal eben ins Team nehmen werde. Genau, ich war nämlich gerade dabei zu überlegen, mit welchem Team wir denn in die Arena gehen, gegen die Arenaleiterin, die mit Stahl-Pokémon kämpft. Ich denke, Unona ist auf jeden Fall eine sehr gute Wahl als Feuertyp. Morlord, eine perfekte Wahl gegen ihr Magneton. Vielleicht hat sie sogar eine Magnetzone, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gegen Elektrostahl ist Paulchen mit den Bodentypen nahezu die perfekte Antwort. Wäre auch gut gegen ihr Stalos. Also Morlord auf jeden Fall auch mit dabei. Scaraborn als Kampftyp gegen Stahl auch gerne gesehen. Nachtara einfach nur als Tank. Kann auch nicht schaden. Starmie weiß ich gar nicht. Starmie wäre natürlich auch gut gegen Stalos. Aber was könnte sie denn sonst noch im Team haben? Ich meine, so viele Stahl-Pokémon gibt es ja noch gar nicht bis zur vierten Generation. Also Magneton ist safe, wenn nicht sogar in Magnezone. Stalos ist ihr Signature-Pokémon, wird dabei sein. Ich gehe mal davon aus, ein Flunkkiefer wird sie haben. Panzereron, ja. Stimmt, wir haben im gesamten Hack, ich glaube, noch gar kein Panzereron gesehen. Das könnte sie auch durchaus haben. Und auf Panzereron haben wir jetzt auch nicht so die perfekte Antwort. Scaraborn wäre natürlich sehr gefährlich gegen Panzereron. Den wir auf jeden Fall rausnehmen, ist Aerodactyl. Der ist anfällig auf Elektro- als auch Stahlattacken. Da ist jetzt die Frage, wollen wir stattdessen unser Magnetilo schon mitnehmen?
oder Nebulak. Wobei ich nicht weiß, das ist bei beiden das Problem, ob ich schon zum aktuellen Zeitpunkt Magneton zu Magnezone entwickeln kann. Ich vermute, nein. Ich glaube nämlich, erst im Kraftwerk in Kanto können wir Magneton entwickeln. Deswegen überlege ich überhaupt, Magnetido schon jetzt mit ins Team zu nehmen. Und bei Alpollo genau das Gleiche. Ich weiß, dass Tausch-Pokémon wie Alpollo ein Item benötigen, um sich hier zu entwickeln. Ich weiß allerdings nicht, was das für eins ist und wo man das herbekommt. Das müsste ich, glaube ich, offscreen noch in Erfahrung bringen. Dann ist halt die Frage, lohnt es sich noch ein anderes Pokémon stattdessen mitzunehmen? Also Aerodactyl bekommt auf jeden Fall eine Pause, der übrigens auch komplett neu im Team ist. Hat heute seine ersten Kämpfe gemacht, genauso wie Firefox, unser Vulnona. Haben sich beide sehr gut heute angestellt. Gegen Stahl. Georock wäre vielleicht da auch noch eine Alternative. Aber auch da das gleiche Problem wie bei Alpollo-Gengar. Ich habe keine Ahnung, ob ich es schon zu einem Geowatz entwickeln kann. Porenta. Auch ein Kampf-Pokémon. Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Aber dann hätten wir zwei Kampf-Pokémon. Zwei Pokémon, die anfällig auf Flug, sprich auf Panzer-Eron anfällig wären. Ein Zubat, Golbat, X-Bat würden in der Arena gar nichts machen. Was ist eigentlich mit Haspiroa? Haspiroa lernt ja relativ früh Fußkick, also eine Kampfattacke. Wäre das noch eine Option eventuell? Illumise, Käfer, Elektro, weiß ich nicht. Wie sehen deine Werte eigentlich so aus? Achso, du hast ein Jolly Nature, ja, das schlecht oder fast schlecht möglichste. Oh, es hat Moonlight als Heilungsattacke. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Was haben wir denn noch auf der Tribüne? Schneckmark wäre natürlich da. Speziell für die Arena vielleicht gar nicht so verkehrt. Noch ein weiteres Feuer-Pokémon mitzunehmen. Aber auch hier der Rest ist nicht besonders brauchbar, behaupte ich mal. Auf der Present Box hätten wir natürlich Panflam, den ich trainieren könnte und gegen Nachtara austauschen könnte für den Kampf. Wäre vielleicht auch eine Option. Oder eventuell sogar das Moorlord. Könnten wir theoretisch zu einem Sumpex schon machen. Und Panflam natürlich auch zu einem Panferno. Shiny Pokémon, nee. Fossil haben wir schon eins im Team. Achso, und wir haben auch, wie du vorhin, eine extra Safari-Zonen-Box noch eingerichtet. Wir dürfen natürlich auch nur ein Safari-Zonen-Pokémon gleichzeitig im Team haben. Und vielen Dank für deinen Follow, Tayak45, wenn ich das gerade richtig lese. Hat mich gerade ein bisschen erschreckt, als der Sound, Alert-Sound auf einmal angesprungen ist. Herzlich willkommen, wie geht es dir? Schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. So, aber jetzt, bevor ich das vergesse, wie du, Kryo, vorhin erstmal eine Safari-Box eingerichtet. Da muss ich auch Felino mit reinstopfen. Und auch das Zubat. Und was war da noch? Wir haben 5 Pokémon dort gefangen. Achso, das Visor, das ich aus Versehen auf die Tribüne gehauen habe. Das höchstwahrscheinlich sowieso nie zum Einsatz kommen wird. So, da dürfen wir natürlich auch ähnliche Regelungen wie bei dir. Wir dürfen nur maximal ein Pokémon, das wir in der Safari-Zone gefangen haben, im Team haben. Und da würde, glaube ich, momentan tatsächlich Nebulak am meisten Sinn machen. Ich glaube, ich nehme tatsächlich auch Nebulak schon mal mit. Fossilien-Pokémon dürfen wir nicht mehr benutzen. Wir haben Aerodactyl. Ansonsten haben wir halt nichts mehr, ne?
Ich glaube tatsächlich, das wird das Team sein, mit dem wir in die Arena gehen werden. Haha, sehr gut, Moorlord. Ja, das war nicht meine Idee, sondern die von Nicht-Nils. Der hat das immer so gerne, dass man Pokémon Namen gibt, die eigentlich andere Pokémon heißen. Wie zum Beispiel im Englischen heißt Lamos ja Slowbro. Und das ist einfach ein sehr guter Name für ein Relaxo. Er nennt sein Relaxo immer Slowbro. Was eigentlich sogar fast noch besser passt als eben auf Lamos. Ja, es gibt sehr komische Fetische da draußen. Das sage ich dir. So, Nebulak muss definitiv trainiert werden. Ich gebe ihm schon mal die EP-Teiler, beziehungsweise ihr. Genau, stimmt, das können wir jetzt noch mal eben machen. Denn ich habe dem Nebulak noch keinen Spitznamen gegeben. Fällt euch da noch irgendetwas Kreatives ein für einen weiblichen, ernsthaften Geist? Denn da wollte ich jetzt nicht einfach irgendeinen Namen auswählen, sondern ein Gengar hat schon, ein potenzielles Gengar, hat schon einen sehr coolen Namen verdient. Das können wir vielleicht nochmal eben machen. Grosselia. Ja, ist gar nicht mal so schlecht. Und was fällt mir jetzt auf? Unser Flugmon ist nicht dabei. Gott, dammit! Gut, Aerodactyl, wir brauchen dich doch nochmal ganz kurz. Nur um ein bisschen durch die Gegend zu fliegen. Genau gesagt, zum Namensbewerter. So, noch ein letztes Mal hier der prüfende Blick. Vielleicht auch Mrs. Hoppel. Ich muss mal offscreen gucken, was wie komme ich auf Hoppspross? Was Haspirohr noch so lernt. Bis Level 39. Level Cap ist Level 40 übrigens. Aber ich habe mich dazu entschieden, alle bis auf Level 39 zu trainieren. Das sollte dann hoffentlich auch ausreichen. So, wir wollen noch Goldenrod. Ach, Grusella. Entschuldigung. Wie in Cruella, nur mit Grusel. Ah, aber ich finde Grosselia auch gar nicht schlecht. Aber Grusella geht natürlich auch. Aber gibt es irgendwo noch einen Geist, der gerne Leute erschreckt? Also nicht falsch verstehen, ich mag den Namen auf jeden Fall. Aber gibt es da noch was Schöneres? Für einen gasförmigen Geist? Okay, Geister sind in der Regel wohl immer gasförmig, wenn sie denn existieren. Niemand weiß es genau. Aber dieses Nebulak existiert auf jeden Fall. Ich habe vorhin schon ein paar Minuten überlegt, aber mir ist einfach nichts in den Sinn gekommen. Phantomia. Irgendwas mit Phantom, ja. Das wäre gar nicht schlecht. Phantomia. Let me think. Aber das Denken ist nicht unbedingt meine Stärke. Genauso wenig wie meine Kreativität. Und da ist jetzt beides so ein bisschen gefragt. Boah, gute Spitznamen ist echt nicht einfach, ne? Wie hattest du... Warst du das? Nee, du warst das, glaube ich, gar nicht. Der eins seiner Pokémon Scary Face genannt hat, oder doch? Und wenn ja, welches Pokémon von dir war das? Scary Face wäre vielleicht auch noch eine Idee. Stimmt, Scare Face war das nicht, Scary Face. Und weißt du was? Dann nennen wir, wenn du deins Scare Face nennst, nennen wir unser weibliches Nebulak Scary Face. Auch ein als kleine Hommage. Oder was hältst du davon? Ich fand ja Scary Face sogar
fast ein bisschen besser. Machen wir es mit Großschrift oder Leerschrift? Ich mache das ja eigentlich lieber so. Wobei wir natürlich noch einen Platz, einen Buchstaben frei hätten. Ja, top. Okay, dann machen wir das doch so. Scary Face. Willkommen. So, dann haben wir das auch noch geschafft. Haben wir doch noch am Ende in der letzten halben Stunde noch etwas Sinnvolles gemacht. Aber liebe Leute, ich würde dann sagen, ich fliege nochmal zurück zur Safari-Zone. Denn unter der Safari-Zone, haben wir vorhin gesehen, kann man relativ gut leveln. Hat es ja mit Scareface genannt, wegen Scareface, dem Mafia-Boss aus dem gleichnamigen Film. Ja, schon klar. Ist ja auch ein cooler Name, so ist das nicht. Aber scary, weil Geister erschrecken und so weiter, passt meines Erachtens natürlich auch ziemlich gut. So, denn da unten auf der Route, wo wir Purenta übrigens gefangen haben, gab es auch Chanera. Und Chanera haben ja so die Angewohnheit, relativ gut Erfahrungspunkte zu geben. Deswegen werde ich offscreen höchstwahrscheinlich da ein bisschen leveln. Aber offscreen ist offscreen. Und deswegen, liebe Freunde, machen wir heute mal tatsächlich relativ pünktlich Feierabend. Der ganze Stream heute hat nicht ganz so dolle angefangen, aber ist dann doch irgendwo versöhnlich geendet, behaupte ich mal. Bevor ich es vergesse, natürlich nicht vergessen zu speichern. Das machen wir nochmal eben ganz fix. Don't turn off the power. Nichts liege mir ferner als dies zu tun. So, dann noch einmal über den Emulator. Einmal so gespeichert. Doppelt hält besser. Dann kann ich das Spiel auch schon mal schließen. Und nochmal kurz zum Talk-Screen wechseln. So, denn dann kann ich nochmal eben schauen, wen wir jetzt noch raiden können. Wenn du jetzt noch online gewesen wärst, Kryo, ich hab's schon wieder nicht geschafft, ne, dich zu raiden. Wärst du jetzt noch online gewesen, hätte ich's natürlich getan. Aber ich sehe gerade, wow, in meiner Liste sind noch sehr viele heute am Stream. Okay, Samstagabend ist halt auch ein beliebter Streaming-Zeitpunkt. Ist die Frage, wen wollen wir denn raiden? Ich denke, wir werden den guten Vago mal wieder raiden. Wo ich übrigens auch Mod bin. Hat nichts damit zu tun. Aber er spielt gerade Pokémon Radical Red. Eine noch wesentlich, wesentlich härtere Nuzlocke als die ich gerade spiele zu Sacred Gold. Also Radical Red habe ich mal angefangen. Ich glaube, nur bis zum ersten Orden gespielt und da schon gescheitert. Also wenn man als Pokémon-Spieler mit Erfahrung eine Herausforderung sucht, dann kann ich auf jeden Fall Radical Red empfehlen. Ich glaube, er ist schon beim 8. oder 9. Versuch. Also er ist schon 8 oder 9 Mal gescheitert. Mal gucken, wie es bei ihm jetzt aussieht. Ich denke, wir werden den guten Vago auf jeden Fall nochmal eben raiden. Raid. Vago. Schon mal soweit vorbereitet. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, heute war es ein bisschen ruhiger im Stream. Aber vielen Dank nochmal an Kryo, an dich für den Raid und dass du nochmal am Ende hier ein bisschen mitgeschrieben hast. Klingt nice. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das doch. Dir und euch noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen, auch an die, die das noch im VOD später nachschauen. Und dann sehen wir uns hoffentlich am nächsten Samstag zum dann schon 14. Livestream wieder, wo wir dann die Stahlarena hoffentlich auseinandernehmen werden. Immer wieder gerne bei dir, das höre ich doch sehr gerne. Geht mir übrigens genauso. Beruht auf Gegenseitigkeit. Aber irgendwann schaffen wir es dann tatsächlich auch mal andersrum. Hoffe ich zumindest. In dem Sinne, nochmal vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Killer.